Hallo YouTube und herzlich willkommen zum dritten Teil sind wir jetzt mittlerweile unserer Expedition durch die Resident Evil 4 Lore. Hallo auch an alle, die jetzt im Chat dabei sind. Hi Mr. Snake und der Grolltroll und wer auch immer noch da sein mag. Wir beginnen nun, indem wir den Fotomodus verlassen. Ich habe jetzt ganz schnell pausiert. Ich habe schon geladen. Ich hoffe, es war das richtige Safe Game. Ich denke schon, denn es beginnt jetzt gleich mit einer Sprachnachricht von Hannigan, mit einem Dialog mit Hannigan, den wollen wir natürlich nicht verpassen. Wenn das Spiel zu leise ist, sagt mir bitte gleich Bescheid, dann kann ich das korrigieren. Also ich rede es mit dem Chat, nicht mit euch auf YouTube. Ihr müsst mir das nicht mehr sagen. Der Zug ist abgefahren. Okay, dann würde ich sagen, starten wir. Los geht's. Basis Anaconda One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Condor One, Ende. So, ich habe ein paar Informationen in der letzten Folge so ein bisschen offen gelassen. Ich schwank immer so ein bisschen. Ich weiß immer selber nicht. Gehe ich quasi schon auf alles, was wir finden, direkt ein oder warte ich, bis wir im Spiel die Informationen finden? Ich werde so ein bisschen einen Mix aus beiden machen. Sehr viele, sehr interessante Informationen zu dem, was wir bis jetzt gesehen haben, werden wir auf dem Dachboden finden. Da kommen wir später wieder. Jetzt müssen wir erstmal Ashley aus der Kirche holen. Vielleicht schaffen wir das. Ich bin mir ziemlich sicher, das schaffen wir sogar heute noch. Jupp. Ja, gut. Okay. Dann würde ich sagen, genau, ich muss mich gerade kurz orientieren, wo wir eigentlich von der Story her gleich nochmal sind. Du auch, ha? Jetzt retten wir erstmal den Hund. Das war schon, oder? Was ist denn da mit Capcom los gewesen? Dass die da so einen Mörder-Troll-Move irgendwie in ihre Pass auf PR dich auf, einbauen. Kleiner. Dass die den Hund aus der Passage, wo er eigentlich vorkommt, entfernen und später einbauen und in der Demo aber an die Stelle, wo eigentlich der zu rettende Hund sein sollte, einen Fake-Hund platzieren, ne, einen toten Hund. Das ist schon gemein von Capcom, finde ich. Da haben die uns schon alle ganz schön getrollt. Sehr erfolgreich. Da wurden Artikel drüber geschrieben, da wurden Videos dazu gemacht. Auch ich habe ein Video dazu gemacht. Das war PR-technisch auch gar nicht so blöd, dass die so tun, als ob die den Hund hier irgendwie töten würden. Was sie dann natürlich nicht gemacht haben. So, mein Inventar ist sehr voll, merke ich gerade. Das heißt, ich werde jetzt, glaube ich, die Armbrust, weil ich die sowieso nicht benutze, einfach mal schnell ins Lager schicken. Und die ganzen Messer verkaufen wir bei nächster Gelegenheit. Habt ihr das Spiel schon gespielt und habt ihr die Armbrust benutzt tatsächlich? Ich habe mit der so ein bisschen rumexperimentiert, aber bin einfach nicht warm geworden damit. Ich plane schon irgendwann mal vielleicht einen Armbrustrun zu machen, nur um ein bisschen in diese neue Waffe so reinzukommen, ne? Weil ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich bin nicht warm geworden mit der. So, jetzt kommt, finde ich, eine sehr coole Stelle, die ich sehr mochte. Ich werde mich spoilertechnisch, auch wenn es ein Lore-Podcast, in solchen Sachen zurückhalten. Spoiler, was? Was? Auch wenn es ein Lore-Stream ist, mit solchen Sachen hier zurückhalten. Aber das hat mich sehr überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich dachte mir so, yeah, das ist gut. Am Freitag kommst du dazu, es zu spielen. Ah ja, du kannst dich echt auf was freuen. Es ist sehr, sehr gut geworden. Damage. Okay, wartet mal, wir brauchen schnell ein bisschen Heilung. Ich hätte so gerne Schrotflinte an der Stelle gehabt. Okay, aber ist ganz gut gelaufen, würde ich sagen. Die haben wir schön in die Ecke gedrängt. So, jetzt lass mich kurz überlegen. Ich gehe nämlich hier immer den falschen Weg, witzigerweise.
Ich will immer schon zur Farm, aber jetzt müssen wir erstmal zur Kirche, damit die Geschichte weitergeht. Ja. Loot. Ah, Gott, oh Gott. Loot ist natürlich immer gut. Wundert euch übrigens nicht über das Outfit, ne? Das hat er normalerweise an der Stelle nicht an. Nur für alle, die das Spiel jetzt nicht kennen und sich denken, what? Wie sieht denn Leon aus? Was ist denn da los? War ich schon? Nee, ich glaube noch nicht, ne? Okay, ich komm echt mit meinen Playthroughs gerade ein bisschen durcheinander. Aber ich weiß schon wieder. Ich habe nämlich quasi jetzt einen Playthrough auf Profi angefangen. So privat spiele ich es jetzt gerade auf Profi durch. Und, also auf dem Schwierigkeitsgrad, den man erst freischalten muss. Aber hier, dieses Let's Play ist quasi mein New Game Plus Plus. Oder Plus Plus Plus. Plus Plus ist es. Plus Plus. Okay, das ist schon ziemlich cool, oder? Ich finde das schon ziemlich cool, dass die quasi hier den alten Kirchturm sprengen, um mir den Weg zu versperren, um es mir zu erschweren, zur Kirche zu kommen. Das gefällt mir schon sehr gut. Das ist wirklich eine sehr coole Sache, coole Neuerung, die sie hier eingebaut haben. Man kann einfach an die Gegner ransprinten und sie stealth killen. Ja, das funktioniert oft. Also wenn sie richtig positioniert sind und mit dem Rücken zu einem stehen, reagieren die viel zu langsam, als dass die reagieren könnten. Deswegen funktioniert das meistens ganz gut, dass man die einfach so stealth killt. Das geht auch wirklich teilweise, wenn du dich so komisch seitlich an die näherst. Ne? Es gibt so ein paar Gegner, die sind in irgendwelchen Räumen und wenn du weißt, wo die sind, kannst du quasi die Tür aufstoßen und so seitlich an die ran und darfst sie trotzdem noch stealth killen. Da ist das Spiel sehr gnädig, was das angeht. Also Stealth Killen geht gar nicht so selten, tatsächlich. So, hier wird's lore-technisch jetzt sehr interessant, Leute. Ich habe nämlich eine Theorie und ich werde im Laufe dieses Let's Plays versuchen, euch diese Theorie zu belegen. Wir können gern drüber diskutieren. Hier haben wir nochmal ein Bild von Lord Saddler. Das kennen wir ja schon. So, hier haben wir jetzt sehr viele Schädel. Die Schädel sind alle irgendwie einbalsamiert und sehen alt aus. Das sieht nicht aus wie moderne Knochen. Also außer sie wurden abgekocht oder so. Aber das sieht eher nach einem Ritual aus. Das sieht eher ziemlich neu aus. Und unter diesen ganzen alten Knochen haben wir hier eben einen riesigen L-Gigante-Schädel. Und der steht hier wahrscheinlich nicht zum Spaß, ne? Ich denke sehr wohl, dass das hier andeuten soll. Und wir finden nachher noch ein Dokument, das das auch so ein bisschen unterstreicht. Dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Dass hier tatsächlich schon lange, lange, lange Zeit vor den Vorfällen hier im Dorf, bevor die Los Illuminados hier zurückgekehrt sind und so weiter, im frühen Mittelalter, wahrscheinlich vor dem, also das dürfte so zwischen 16. und 19. Jahrhundert gewesen sein, L-Gigante hier in diesem Dorf gelebt haben und vielleicht sogar ganz normal unter den Leuten gelebt haben, wie normale Personen, nur halt sehr groß und sehr stark. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt schauen wir uns erstmal das hier an. Los Illuminados 4.9. Ich weiß nicht, wie man das sagt, man wahrscheinlich Vers 4, Paragraph 9 oder wie auch immer. Wie lange gibt es die Sekte? Tatsächlich erfahren wir das in dem Spiel. Das erfahren wir erst sehr spät im Spiel. Aber diese Sekte gibt es seit 1500 irgendwas. Wir kriegen ein ziemlich genaues Gründungsjahr sogar von dem Ganzen. Aber das kommt erst später, ne? Aber jetzt lesen wir uns das mal durch, weil das finde ich sehr interessant. Wir haben hier ein altes Geschichtsbuch, wie ihr sehen könnt. Also Geschichtsbuch weiß ich nicht. Aber ein altes, so die Bibel der Los Illuminados. Von den Bildern und vom Druck her und auch wie das Buch aussieht, wirkt das schon sehr alt. Das ist kein moderner Druck, das ist wahrscheinlich schon ein Buch, das wirklich ein paar hundert Jahre auf dem Buckel hat. Und hier lesen wir jetzt Los Illuminados 4.9. Schlaf selig und gedeih, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen.
Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Grippe entwachsen. Gedeih, mein Kind, um deinen Brüdern und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Und guckt euch das Bild an. Wir sehen hier, man sieht es ein bisschen schlecht, ne? Aber wir sehen hier, wartet mal kurz. Ich kann vielleicht in den Fotomodus gehen. Da ein bisschen ranzoomen. So, wir haben hier 2 Frauen, die offensichtlich gerade dabei sind, sehr große Kleidung zu nähen, würde ich mal behaupten, für ein sehr großes Kind, ne? Eine sehr große Hand, die da im Hintergrund ist. Und wir haben da eben diesen mittelalterlichen Text von einem Kind, das seiner Grippe entwächst, das jeden Tag eine halbe Kuh und 6 Pfund Weizen oder was weiß ich isst und riesig und groß wird, um der Gruppe zu dienen, ne? Das ist für mich schon sehr stark, das schreibt für mich schon sehr stark nach, wir haben hier mittelalterliche El Gigantes und das ist im Gegensatz zum Remake, im Gegensatz zum Original, wo das wirklich noch ein modernes Experiment von Sadler war, denke ich, ist im Remake der El Gigante etwas, das einfach so passieren kann. Menschen werden einfach zu El Gigante, ne? Also auf mich wirkt das so, dieser einbandagierte Schädel, den wir hier sehen, der alt wirkt und jetzt hier in diesem Buch, ne? Das wirkt ja schon auch sehr alt. Ups, ich versuche gerade ein bisschen rauszuzoomen wieder. Hilfe, nein. Da geht's. Das sieht jetzt nicht super neu aus. Also ich denke, da sind wir was Heißem auf der Spur. Finde ich ziemlich cool. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich mag diese Neuerung. Wisst ihr was, wartet mal schnell, das Foto mache ich wirklich. Das kann man vielleicht nochmal für ein Lore-Video oder sowas brauchen. Glaube ich ganz gut. Mache ich das jetzt? Ja. Okay. Gut. Ich denke wirklich, die El Gigante sind hier in diesem Remake jetzt quasi etwas viel Älteres und im Grunde so ein bisschen Natürlicheres, das es in der Realität quasi schon immer gegeben hat und nicht erst seit Sadler hier zurückgekehrt ist in den 80ern, 90ern sowas wahrscheinlich. Okay, gut. Hier habe ich anscheinend... Ah ja, das ist das. Okay, alles gut. Dann gehen wir weiter. Nur, dass wir hier nichts übersehen. Nee, die Plagger gab es damals auch schon. Der El Gigante ist schon ein Ergebnis der Plagger. Die Plagger sind eben uralt und die gab es schon sehr viel länger als hier diese ganze... moderne Sektengeschichte, in der wir uns hier befinden. Aber wie gesagt, da kommen wir noch dazu. Händler-Tipp. Ich glaube, das können wir uns sparen. Ne? Die sind für die Lore unwichtig. Im Grunde haben die das Tutorial des Spiels, was ich ja ganz nett finde, so ein bisschen in Briefe vom Händler gepackt. Hier haben wir jetzt noch eine Mission vom Händler, dass wir Vipern jagen. Das würden wir gerne machen. Willkommen. Ich habe was Neues für dich. Jetzt verkaufen wir erstmal ein bisschen was. Im Grab bringt ihr das gut gemacht, Fremder. Und zwar unter anderem die 1,5 Milliarden Messer, die wir irgendwie angesammelt haben. Oh, ich habe auch sehr viele Blendgranaten. Gut, gut. Es kommen noch einige Passagen des Hühnereiverkaufs. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Es kommen noch einige Passagen, in denen wir ein hervorragender Granaten gut brauchen können. Ich hab nur die gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Hey, der Dulvillinmir 85. Sorry, dass ich deinen Namen wahrscheinlich gebutschert habe. Danke fürs Followen. Ich habe leider gerade gar keinen, ich bin gerade verwirrt. Ich höre Twitch nicht auf meinen Kopfhörern. Also wenn ich heute irgendwie langsam reagiere, irgendwas nicht sehe, irgendwelche Donations oder so, Entschuldigung. Ich habe heute irgendwie Soundprobleme. Aber ich gucke immer wieder mal rüber. Dann sehe ich es schon noch. Nichts entgeht mir. Keine Sorge. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Wäre das dann alle? Komm jederzeit wieder. Come back anytime.
Ist das der richtige Spiel? Warte mal ganz kurz. Ist das? Ja, das ist der richtige Spielstand. Ich will nichts überschreiben, was ich später noch brauche. Ich habe extra für jedes Kapitel ein eigenes Savegame gemacht, ne? Auch für spätere Lore-Videos und so weiter. Ich arbeite gerade an einem Lore-Video von der Settler-Familie. Das wird wahrscheinlich schon demnächst online gehen. Vielleicht sogar schon morgen. Ich glaube, das wird interessant. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Bin gespannt auf eure Meinung dazu. Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Ich sitze hier gerade im Schneidersitz. Das muss sie sein. Das war ein Fehler. Manchmal frage ich mich, was, wisst ihr, Leon kann im Grunde in der Situation hier jetzt gar nicht hundertprozentig wissen, ob der tatsächlich infiziert war. Vielleicht war das einfach nur so ein normaler Kerl, der am Friedhof irgendwie mit seiner Schaufel rumstochert. Es könnte sein. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Ich bin gerade sehr verwirrt, dass Landsquid Birdrider mir schreibt. Ich nehme an, dahinter steckt die Merlin oder mein Account wurde gehackt. So oder so. Nee, das ist der Law Run, aber das ist tatsächlich mein New Game Plus, das ich nutze für den Law Run. Aber hier auf dem Friedhof haben wir jetzt gerade nicht viel, was wir da interpretieren können. Das kommt noch. Dein Nickname ist niederländisch angehaucht und ich folge dir auf jeder Plattform. Vielen Dank, das freut mich sehr. Du bist beim Gewissen. Sehr gut. Verdammt. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt. Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Wisst ihr, das ist ein Videospiel. Deswegen will ich das nicht ernsthaft kritisieren oder so. Das ist Quatsch. Aber, come on, Leon ist ein junger, hochausgebildeter, supersportlicher Agent. Ich denke, der könnte ohne Probleme diese Lianen hochklettern und da oben durch so eine Scheibe in die Kirche. Aber das wäre natürlich Cheaten. Das geht natürlich nicht. Es ist immer noch ein Resident Evil Spiel. Wir halten uns an die Regeln und suchen Schlüsseln. Ich glaube, das ist was, das haben alle Resident Evil Protagonisten und Protagonistinnen so im Blut. Wenn die eine verschlossene Tür sehen, müssen die den Schlüssel dafür finden. Da gibt es keine Abkürzungen. Power Washer hat ein Update. Ja, da gab es doch jetzt auch DLCs zu Power Washer, ne? Mit Final Fantasy 7 und so Sachen. Das ist schon interessant. Das ist schon ein Phänomen, dieses Spiel irgendwie. Leon ist kein Assassin, das stimmt auch wieder. Muss man hier ja mal lobend erwähnen, deine Lore-Videos und eigentlich alles rund um Resident Evil sind einfach der Hammer. Danke für die ganze Arbeit dahinter. Vielen Dank, Mr. Snake. Das schmeichelt mir sehr. Freue mich. Oh, ich habe einen Schatz vergessen. Den nehmen wir schon mit, ne? Ich habe ja gesagt, das wird ein Lore-Let's Play. Wir werden, was wir finden, sehr genau analysieren. Aber ich habe ja auch gesagt, ich möchte, dass es ein ausführliches wird. Wir sammeln alle Schätze, alle Dokumente, die ja auch wichtig sind. Eventuell können ja auch Positionierungen von Schätzen uns eventuell Geschichten erzählen. Da will ich nichts verpassen. Dann nehmen wir jetzt alles mit in diesem Playthrough. Warum da jetzt ein Smaragd im Baum ist, ich glaube, das sollten wir nicht überinterpretieren. Aber theoretisch könnten da Geschichten drinstecken. Ich denke... Oh, wisst ihr was? Ich muss mal kurz was testen. Im Original, das habe ich noch nie getestet, im Original konnte man doch hier auf eine Glocke schießen und eine neue Gegnerwelle auslösen. Das scheint hier nicht mehr zu gehen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob da oben eine Glocke hängt. Ich sehe nichts, ne? Es ist aber auch sehr dunkel.
Ja, außer natürlich chill, ne? Oh, guck mal, da ist eine Leiter. Kann man da irgendwie hoch? Ich war da noch nie. Da ist auch kein verborgener Schatz oder so. Aber meint ihr, man kann irgendwie in den Glockenturm oder ist die Leiter nur Dekoration? Ha, ob es da einen Geheimgang irgendwo gibt, den noch nie jemand gefunden hat? Das wäre verrückt. Naja, genau, aber abgesehen, ne, chill ist die Ausnahme, was die Fotos, die Schlüssel angeht, weil die ist ja The Master of Unlocking. Foto von Ashley. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Ja, das ist der Beweis, den wir brauchen, die Bestätigung. Okay, ich habe einen kleinen Schlüssel im Inventar. Das heißt, ich habe irgendwo anders vergessen, den kleinen Schlüssel zu benutzen. Das heißt, wir haben später ein bisschen Backtracking. Aber ist kein Problem. Ach so. Jetzt habe ich es nicht gelesen, aber ist auch nicht so wichtig. Wir haben nur einen Hinweis gefunden, dass wir zum See müssen für den Schlüssel für die Kirche. Ich habe es heute gelesen. Ich habe es heute gelesen, dass man durch so eine Glocke den Dorfkampf im Remake komplett skippen kann. Dass man gleich am Anfang auf eine Glocke schießen kann und dann überspringt man den kompletten ersten Dorfkampf. Ich habe es noch nicht getestet, habe ich aber heute auch schon gelesen. Das ist schon sehr nice, ne? Das können wir von mir aus nachher mal noch testen. Jetzt spielen wir mal unser Lore-Let's Play weiter. Danach können wir von mir aus gerne ein neues Spiel mal starten und testen, ob wir den Kampf wirklich vorzeitig beenden können. Okay, du als Resi-Experte, in welchem Mental Health State ist Leon am Anfang von Resident Evil 4? Am Anfang von Resident Evil 4, im Remake jetzt zumindest, ist Leon psychisch ziemlich am Ende. Er wirkt so, als ob er schwer traumatisiert wäre und als ob er quasi so ein bisschen reingezwungen worden wäre von der Regierung in dieses Elite-Programm. Und eigentlich hätte er eher einen Therapeuten, eine Therapeutin gebraucht, ne? Und kein Elite-Kampftraining. So wirkt er. Aber sobald er aus dem Auto aussteigt und die Action geht los, ist er einfach der One-Liner-Action-Held. Und man merkt überhaupt nichts mehr von diesem gebrochenen Leon. Vielleicht... Jetzt hör doch auf. Vielleicht, wisst ihr, ist das einfach nur ein Coping-Mechanism? Vielleicht ist er nur so ein cooler One-Liner-Action-Held, weil er quasi selber, wisst ihr, damit er damit umgehen kann, wie gebrochen er eigentlich ist. Es ist ja möglich, aber es ist schon komisch, dass der am Anfang so ganz anders dargestellt wird als im Spiel dann. Das Intro ist sehr viel ernster und düsterer, was Leon angeht. Und danach wird er wieder zum super, super doofen Action-Held. Also doof im Sinne von dauernd Sprüche reißend und so. Ah. Der hört da gar nicht mehr auf. Das Blocken ist schon sehr gut. Ich glaube wirklich, wenn ich das Original mal wieder spiele und ich habe definitiv Bock drauf, werde ich das Kontern, das Blocken mit dem Messer sehr vermissen. Sehr vermissen. Das fühlt sich schon einfach sehr cool an. Wer hat da jetzt... Aha. Hey, da hinten... Ohne Witz, der steht am anderen Ende hier. Der wirft, der sniped hier irgendwie mit seinen Molotow-Cocktails. Ist nicht mehr feierlich. Aber die sind sowieso unglaubliche Sniper, die Ganados. Ne? Da könnte man auch so lore-technisch durchaus reininterpretieren. Dass der Plugger offensichtlich irgendwie die Koordinationsfähigkeiten verbessern muss oder sowas. Weil wie gut die ihre Äxte werfen, das ist unglaublich. Vielleicht ist es aber auch eher so ein bisschen das Können dieser doch sehr primitiv lebenden Landbevölkerung mit diesen primitiven Werkzeugen. Und das können die Plugger einfach anzapfen.
Wenn man da wirklich in die Lore reingehen will, bei diesem Aspekt, dass die unglaublich genau zielen können beim Werfen, könnte man das schon so ein bisschen reininterpretieren, wenn man will. Aber das würde ich jetzt nicht machen. Das ist eher so ein bisschen Scherz, eher so ein bisschen Spaß. Hi Dr. Etty, was ist denn lang her? Dass ich gestreamt habe oder das Resident Evil 4 Original? Beides ist richtig. Ich habe das Gefühl, ich habe ungefähr auch seit 2005 nicht mehr gestreamt. Der letzte Stream. Ja, über einen Monat ist es tatsächlich her, ne? Über einen Monat. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon streamen, aber da waren wir gerade voll in der Resident Evil Woche beim Podcast und so weiter. Ich habe es zeitlich einfach echt nicht mehr geschafft. Und ich habe mir gedacht, dann starten wir wenigstens wieder mit einem Resident Evil 4 Remake Stream. Dann ist es feierlicher. Aber keine Sorge, ab jetzt wieder wöchentlich. Bis zur nächsten Auszeit. Ich brauche einfach ab und zu meine Auszeiten. Ne, das hilft nichts. Weil sonst wird es auch irgendwann, glaube ich, einfach nicht mehr gut. Weil ich keinen Bock mehr habe. Ich möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Ja. Wer soll das Ding wohl benutzen? Ich finde es fast schade, dass der Hammer tatsächlich nie zum Einsatz kommt. Ich finde den El-Gigante-Bosskampf zwar echt nicht schlecht gemacht, der passt schon, aber da hätte man tatsächlich noch ein bisschen mehr rausholen können, finde ich. Der ist sehr ähnlich wie im Original, das finde ich gut, aber mit moderner Technik, finde ich, mit moderner Technologie hätte man da ein bisschen noch coole Sachen machen können. Da. Dass die hier zwei so Hunde hingesetzt haben, ist schon gemein, ne? Aber schön, dass es immer noch diesen Krähenfleck gibt. Den habe ich im Original schon immer geliebt. Eine Blendgranate und man hat super viel Loot. Hört ihr es? Man hört ihn schon. Man hört ihn schon. Wie nennt man das? Machen. Wie nennt man das? Bin ich jetzt blöd? Nicht brüllen, sondern auch nicht fauchen, sondern. Da gibt es doch ein Wort dafür. Naja. Sagt's mir. Knurren! Knurren ist es, danke. Man hört ihn schon knurren. Ach, du hast einen Fallout 4 Playthrough wieder gestartet. Auch nicht schlecht. Hat natürlich Resident Evil 4 Remake gerade mein komplettes Privat- und Berufsleben erobert. Aber ich habe schon lange drüber nachgedacht, mal wieder ein Fallout 4 Playthrough mit dem neuen Sim Settlement zu starten. Na, so in der Zeit zwischen Resident Evil 4 und Starfield könnte ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht nochmal einen Blick auf Resident Evil 4 wirft. So wie ich das Original Resident Evil 4 nochmal vor Release des Remakes jetzt gespielt habe im Stream, könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht auch nochmal ein Fallout 4 Playthrough oder zumindest ne, mal einfach ein Fallout 4 Stream machen, bevor wir in Starfield reingehen. Gucken wir mal. Ah, ich sehe, du hast dich. Okay, das sind wieder die Händler-Tipps. Um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Gerne. Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Besten Dank. Ich wusste, du bist ein Macher. Weiterhin viel Glück, Fremder. Geh sorgfältig damit um, okay? Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren. Das ist immer noch was, das ich nicht ganz verstehe. Wie bitte? Wo wir unsere Ware herhaben?
Das willst du nicht wissen, Partner. Der Händler spricht nämlich hier in diesem Remake jetzt immer von sich im Plural. Und ich bin mir nicht sicher, ob das heißen soll, dass es jetzt mehrere Händler gibt. Vielleicht eine ganze Handelsgilde, mit der wir es hier zu tun haben. Könnte durchaus sein. Oder tut der Pappnase von Burgherr auch keinen besseren Gefallen, stimmt's? Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Komm, jederzeit. Du kannst still sein, du irritierst mich. Oder ob er einfach nur von sich in der dritten Person redet, weil er irgendwie adlig ist oder was weiß ich was. Wollen wir kurz, ich weiß schon, das ist jetzt nicht unbedingt passend für das Lore-Let's Play, aber gehen wir kurz in den Schießstand. Ich verdiene uns schnell ein paar Münzen, damit wir ein paar neue Anhänger aus dem Automaten ziehen können. Ich bin echt nicht gut auf dem Schießstand. Oder der ist unglaublich schwer, ohne Witz. Ich finde ihn so schwer. Nachladen. Ich muss mich jetzt kurz konzentrieren. Serious Time. Nein, come on. Ah, oh, damn it. Den habe ich vermasselt gerade. Das ist nicht schlimm. So geht das. Deine Gebete wurden erhört. Ein Meer aus Zielscheiben. Oh, traumhaft. Jetzt passt auf, den letzten Papagei treffe ich nie. Diesmal hätte ich ihn getroffen. Oh, das ärgert mich gerade so. Das ärgert mich gerade so, dass ich den jetzt getroffen habe, den letzten. Weil es gibt ja quasi eine Goldmedaille, wenn man schafft, alle von diesen Totenkopf-Emblemen abzuschießen. Und diesmal habe ich zwei von den Totenkopf-Emblemen vermasselt, die eigentlich voll leicht sind. Aber ich habe mir gedacht, ist eh wurscht, weil den letzten treffe ich nie. Habe ich noch nie getroffen. Und jetzt treffe ich den letzten. Ohne Witz. Oh, das ärgert mich jetzt. Naja, was soll man machen? Ich habe eine Theorie, dass es eine Piratenbande ist, wegen der Shooting Range. Du meinst die Händler, die Händlergilde, die Piratenhändlergilde. Ich habe das eh schon... Ach so, nee, den Podcast gibt's noch nicht, der kommt erst noch, der Coffee Cake and Game Podcast. Aber ich habe eh schon drüber geredet, dass ich so gerne einen DLC hätte, wo man die Händlergilde spielt. Wo man die Geschichte der Händler spielt, wie die irgendwie ihren großen Heist abziehen und irgendwie die Salazar oder Lord Settler Waffendepot ausrauben oder irgendwie sowas. Ich fände es großartig. Wird natürlich nie passieren. Ist natürlich Quatsch. Fände ich super schön. 3, 2, 1, leg los! Double Kill! Na, come on. Sehr gut. Du bist ein Künstlerpartner. Hervorragender Schuss. Nachladen. Ich finde leider die Nachladeanimation von dem Gewehr nicht mehr ganz so schön, wie die im Original war, ne? Ich mache jetzt nur noch eins und dann machen wir Schluss, oder? Wir müssen uns wieder um die Lore kümmern. Es wäre interessant, ne? Man müsste sich mal eine gute Theorie überlegen, wie das hier in den Resident Evil Kanon passt.
diese ominöse Piratenhändlergilde, die Lord Sadlers Schatzkammer, Waffenkammer ausgeraubt hat. Das wäre schon interessant, ja. Ich dachte schon, ich sagte, möge die Bonuszeit mit dir sein. Na, Feierabend. Aber cool, wir haben... doch nicht. Willst du mich verschaukeln, Partner? Ein perfekter Lauf. Okay. Setzen wir unsere Münzen ein. Nein, komm, ich muss jetzt noch eins machen. Ich will noch eine Goldmünze verdienen, damit wir einmal mit 3 Goldmünzen ziehen können. Gucken wir mal, ob wir mit der TMP Gold schaffen. Weil dann kriegen wir vielleicht einen super seltenen Anhänger. Das finde ich sehr nice. Ja, das war schlecht. Okay. Ich befürchte, dafür gibt es Punktabzug. Nachladen. Da können wir schon mal Gold vergessen. Vielleicht beim nächsten. Ah, wartet, ich habe eine Idee, wie wir uns nachher Gold holen. Ganz easy. Die ist leider so ungenau, ne? Dass es so verschämt ist. Ich will die Bonus-Time-Musik als Wecker haben. Da hätte man direkt gute Laune. Geht doch bestimmt. Lad dir die doch irgendwie, ne? Die kann man doch bestimmt. Das geht doch bestimmt. Du musst nur an dich glauben. Nein! Dann kriegst du die Bonus-Time als Wecker, ganz sicher. Ich glaube an dich. Okay, nachladen. Ich habe es leider schon vermasselt, aber ich glaube, wir kriegen definitiv mindestens eine Goldmedaille. Das ist alles, was ich gern hätte hier. Okay, passt. Gut genug. Hey, Desert Railgun. Hallo. Sehr schön. Der CCG-Podcast ist Lord einfach klasse, vor allem als Steady-Unterstützer. Hey, super. Vielen Dank, dass du den Podcast unterstützt. Das freut mich wirklich. Das ist sehr nice. Mach weiter, Sebastian. Einfach top. Ja, die TMP. Halt. Wobei im Original war das meine Lieblingswaffe. Ja, ja, aber ich finde die im Remake auch schön. Ich finde, die Maschinengewehre haben sie schön gemacht, wie die Gegner reagieren. Das Trefferfeedback mag ich sehr gut. Bevor du fragst, habe es noch nicht. Ah, okay, alles klar. Du wirst es lieben, Desert Railgun, glaube ich, wirklich, ja. Ich glaube, du wirst es absolut lieben. So, Leute, jetzt haben wir... Oh nein, Leute. Oh Gott, jetzt haben wir 5. Ne, und ich brauche immer 3, um einmal ziehen zu können. Jetzt holen wir uns noch eine Goldmedaille irgendwo. Ich habe zu viel gewonnen. Ich war zu gut. Wäre ich doch nur ein bisschen schlechter gewesen. Jetzt gucke ich mal kurz, wo kriegen wir denn Red 9? Ich schaffe Red 9. Ich schaffe Gold bei der Red 9. Los geht's. Versuchen wir es.
Konzentration jetzt. Das lief gut bis jetzt, aber jetzt geht's erst richtig los. Ah, das habe ich vermasselt, leider. Gucken wir mal, ob es noch für Gold reicht. Wird knapp. Ah, ich muss nachladen. Nein. Das habe ich vermasselt. Ah, das habe ich so vermasselt. Schade. Machen wir nochmal. Das kriegen wir hin. Ich habe mich nur einmal verschossen. Damn it. Okay. Okay, jetzt machen wir es besser. Okay, gut. Moment, warum war das jetzt kein... Ich muss zugeben, was habe ich denn... Warum habe ich kein Bonus-Stage bekommen? Was habe ich denn... Ich habe es nicht gecheckt. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas verpasst? Meiner Meinung nach war das eine perfekte Runde. Jetzt mal Konzentration hier. Was war denn da? Was war denn? Guck mal, warum kriegt ihr... Warum kriege ich hier keine Bonusrunde? Wartet mal schnell. Mit höchstens 10 Schüsse. Ich muss sparsam mit meinen Schüssen sein. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. 1. 2. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich es schaffen kann. Wenn ich es jetzt nicht schaffe. Jawohl, das war's. Okay, jetzt kriegen wir es hin, glaube ich. Ah, shit. Nein, das wäre so gut gewesen. Naja, war gut genug, glaube ich, oder? Perfekt. Das ist alles, was wir haben wollten. Jetzt gehen wir wieder die Lore erkunden. Aber der Schießstand ist schon, der macht schon süchtig. Ich glaube, ich steige um auf Red 9, auch wenn ich den Laser liebe. Ja, ich habe meinen ersten Playthrough mit der Red 9 gemacht und die ist schon cool. Die ist sehr ungenau, aber super stark. Das haut schon rein. Ja, goldenes Bällchen. Der Händler. Waffenmodifikationen sind 5% günstiger. Ich glaube, die habe ich leider schon. Aber das ist grundsätzlich cool. Schauen wir mal, was wir noch kriegen. Noch was Goldenes. Es ist Leon. Der Verkaufswert von Munition steigt um 40%. Warum sollte ich denn Munition verkaufen? Okay, holen wir uns noch ganz viel Silberbällchen. Die können wir dann alle beim Händler verkaufen. Die doppelten zumindest. Bestimmt fehlen mir auch noch welche. Ich finde das schön, dass die jetzt alle Namen bekommen haben, ne? Das ist Don Diego. Und der hilft mir bei der Produktion von Waffen, von Gewehrmunition. Die Bella Sisters sind gewöhnlich. Das finde ich fast gemein. Die haben Besseres verdient, finde ich. Um Ostern rum geht's los. Ich wünsche dir schon mal echt viel Spaß, Desert Railgun. Ich glaube wirklich, das wird dir gefallen. Ich weiß ja, dass du auch ein Riesenfan vom Original bist, so wie ich. Und ich war am Anfang wirklich kritisch. Also ich habe das Spiel jetzt nicht irgendwie einfach nur blind abgefeiert. Ich habe das schon sehr genau unter die Lupe genommen. Und abgesehen von einigen Kleinigkeiten, die mich schon stören,
ist es einfach absolut großartig. Nicht perfekt, aber absolut großartig. Muss man schon auch mal sagen. Oh, jetzt kommt der Kater. Hallo, Kater. Kater will unbedingt jetzt kuscheln, aber das ist jetzt ungünstig. Ja, das ist jetzt ungünstig. Sieh dich um. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ja, hört ihr ihn? Kann man ihn miauen hören? Ich kaufe fast alles. Ich kann dem eigentlich mein gelbes Kraut verkaufen. Ich bin bei dem Playthrough eh schon auf Maximum. Jetzt gucken wir mal. Wir können einen Leon verkaufen. Den haben wir doppelt. Wir können zwei Bella Sisters verkaufen. Ein Don Diego. Oh ja. Damit kann ich definitiv was anfangen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nö. Ich glaube, ich bin wunschlos glücklich. Stirb mir da draußen nicht weg. Haha. Hast du auch einen Kater? Wie heißt dein Kater? Wir haben zwei Kater und eine Katze. Die beiden Kater sind gerade hier drin bei mir. Der eine pennt, der andere will Aufmerksamkeit. Die Katze ist, weiß ich nicht. Lass mich mal schnell gucken. Ich muss dran denken und werde nie dran denken. Hundertprozentig nicht, weil ich kenne mich. dass ich den Händler ausrüste, wenn wir Waffenmodifikationen kaufen. Da sparen wir viel Geld. Ansonsten lasse ich alles so, wie es ist, denke ich. Okay. Die deutsche Synchro ist, ja, würde ich jetzt sagen, im akzeptablen Spektrum. Ich finde sie nicht schrecklich, ich finde sie aber auch nicht gut. Die Synchronsprecher und Sprecherinnen machen eine gute Arbeit, finde ich. Aber die sind einfach nicht optimal besetzt, würde ich jetzt persönlich zumindest sagen. Da hätte man mehr machen können. Da hätte man mehr rausholen können, definitiv. Ein Kater namens Kalle und eine Katze namens Chili. das ist ja cool. Unsere heißen Link, Zelda und Ganon. Ganondorf Dragmire. Aber seine Freunde dürfen ihn gerne nennen. Okay, jetzt aber weiter, ne? Jetzt aber weiter. Jetzt gehen wir mal weiter hier in unserer Lore-Expedition. Ach. Ne, wir entdecken schon wieder auch wirklich interessante Passagen. Schauen wir uns mal die kleine Delago-Sequenz an, die dem Original sehr stark nachempfunden ist. Wenn du Englisch kannst, definitiv die Englische. Sehr viel besser, auf jeden Fall. Scheiße. Was war das? Das stimmt, genau. Im Gegensatz zum Original gibt's jetzt wenigstens eine Deutsche, die eben auch nicht jetzt katastrophal schlecht ist. Also wenn man eben kein Englisch kann, ist das natürlich sehr, sehr gut, dass es die überhaupt gibt. Okay, den Lago werden wir uns jetzt auch gleich stellen, aber das Motorboot, das wir hier unten haben, hat kein Benzin. Wir werden später in einem Dokument, das wir finden, noch erfahren, dass das tatsächlich eine große Neuerung in dem Dorf ist. Ja, das Dorf war bis 1998, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wie gesagt, da finden wir noch Dokumente, dann lesen wir uns das genau durch. Aber bis 98 war das Dorf quasi vollkommen von der Außenwelt isoliert. Die waren sehr eigenbrötlerisch, sehr introvertiert, hatten Fremden gegenüber keinen Bock irgendwie. Und 98 hat dann der neue Bürgermeister eben beschlossen, dass es Zeit ist, dass sich das Dorf der Außenwelt öffnet. Und so die technischen Innovationen sind schon langsam durchgesickert in das Dorf. Und unter anderem ist dieses Boot, das wir da sehen, ihr erstes und einziges Boot, das einen Motorantrieb hat, das mit Benzin läuft. Und für die war das eben damals 98 die absolute technische Revolution. Also, dass man sich das vorstellen kann, ne? Die haben 98 war für die ein Verbrennermotor der absolute crazy Hightech-Shit. Und das Spiel spielt 2005. Also, die kennen diese moderne Technologie erst seit 7 Jahren.
Man kann davon ausgehen, dass die aber gleichzeitig auch schon seit einiger Zeit unter dem Einfluss von Saddler stehen und ne, deswegen. Hallo, zwei Beiner. Das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Gut, mach ich. Ich nehme nur so viel, wie ich brauche. Zwar alles. Die Fischfarm haben sie auch schön neu interpretiert, finde ich. Das ist eine schöne Passage. Da werden wir uns jetzt mal durchkämpfen. Shit. Verdammt nochmal. Autsch. Verdammt. Aber zum Glück noch ein bisschen Heilung, ne? Das war gerade ein knapper Wurf. Habt ihr das gesehen? Meine Güte. Solange man noch Messer hat, ist alles gut. Hauptsache Messer. Ich habe die Cutscene mit dem Boot auch bekommen, als ich mit der Sniper drauf gezielt hatte. Ah, wirklich? Das ist ja irgendwie nett. Das ist ja schön. Dass das auch geht. Ich muss von der Schrotflinte hier echt mal das Magazin aufbessern, weil die ist eigentlich schon ziemlich cool, habe ich das Gefühl. Nur, dass da nur zwei Schuss reinpassen, ist schon ein bisschen sehr limitierend. Oh, da ist schon wieder so ein Armbrust-Sniper. Farm können wir nachher auch noch ein bisschen was lesen sogar. Und die war halt tatsächlich einfach eine Fischfarm. Ne? Die haben da irgendwie auch aus der Außenwelt zwei neue Fische sich geholt, die sehr fleißig waren, wenn es ums Reproduzieren geht. Die haben die bei sich im Fluss ausgesetzt, die Fische, und auch hier in der Fischfarm. Und haben da quasi wirklich so einen Aufschwung erlebt, bevor Saddler kam eigentlich. Ziemlich schade eigentlich. Ziemlich tragisch, das Schicksal dieses Dorfes. Weil die wirklich gerade eben... Gerade ging es aufwärts. Der Laserpointer ist halt jetzt quasi, der hat jetzt im Grunde eine ganz neue Funktion bekommen, als das früher der Fall war. Wenn man jetzt Waffen mit Laserpointer ausrüstet, und es gibt ja leider nur wenige, die kompatibel sind mit dem Laserpointer, dann haben die den Vorteil, dass die unglaublich genau werden. Aber es gibt nicht mehr dieses Abtasten der Welt nach zerbrechbaren Objekten. Ne? Aber das ist halt, es spielt sich halt einfach sehr anders irgendwie auch, das Spiel. Es hat ein ganz anderes Pacing und... ja, genau.
Allerdings muss man schon sagen, in dieser Fischfarm, die angeblich so viele Fische produziert, wenn man sich da mal ein bisschen umsieht und die Zeit nimmt, stellt man fest, dass hier ungefähr 2 Fische sind und 17 Schlangen oder so. Die hätten hier eine Schlangenfarm draus machen sollen. Das funktioniert anscheinend besser. So, immer fleißig looten. Zweite Gegnerwelle kommt gleich. Die lässt nicht lange auf sich warten. Die Schlangen hier übrigens, das ist ein sehr, sehr guter Tipp auch. Haltet hier in der Fischfarm wirklich Ausschau nach den Schlangen und holt euch so viele wie möglich. Denn die sind sehr viel Geld wert. Hier kann man wirklich viel grinden. Hier kann man mit ziemlich viel Kohle wieder rausgehen, wenn man in dieser Fischfarm aufmerksam ist und versucht, alle Fische und Schlangen, die man so findet, mitzunehmen. Wenn man genug Platz im Inventar hat, da kann man echt gut Kohle machen. Das lohnt sich. Okay. So, den kleinen Schlüssel hier habe ich in 2 Playthroughs immer übersehen. Ich habe diese kleine Hütte hier hinten immer übersehen. Entschuldigung, Entschuldigung, Herr Rabe. Man findet später im Spiel ein Dokument, das explizit beschreibt, dass nicht nur Menschen und Hunde und so weiter, sondern auch Vögel infiziert wurden mit den Las Plagas. Deswegen habe ich jetzt, wenn ich die Raben erschieße, gar kein so schlechtes Gewissen mehr, weil meinem Headcanon, ne, ich weiß nicht, ob das wirklich Canon ist, aber in meinem Headcanon sind die Plagger infiziert und verbreiten die und werden gesteuert von Plagger und sind Parasiten gelenkt. Das würde auch erklären, warum das auch die einzigen Tiere sind, die einzigen neutralen Tiere, im Gegensatz zu Fledermäusen und Hühnern und so weiter, die Loot droppen, wenn man sie tötet. Das ist doch schon mal was. Ne? Deswegen bin ich der festen Überzeugung, Raben sind plaggerinfizierte Wesen. Wir tun denen einen Gefallen, wenn wir sie töten. Wir erlösen sie. Und wir verhindern die Ausbreitung. Das ist meine These jetzt. Ich bleib dabei. Damit ich vor mir selber rechtfertigen kann, warum ich die töte. Für die Schlangen habe ich leider noch keine Rechtfertigung gefunden. Das ist einfach immer noch scheiße. Aber was soll ich machen? Die sind halt viel Geld wert. Leon ist halt auch nur ein Kapitalistenschwein. Wie alle anderen. Kann man nichts machen. Auf der Wii Edition gab es den Laserpointer gar nicht. Deswegen werde ich das nicht vermissen. Ah ja, gut. Ja, da hatte man ja mit der Bewegungssteuerung, das war ja nochmal ein ganz anderes Konzept im Grunde von Resident Evil. Ja, ja. Verstehe ich. Ich habe es tatsächlich auf der Wii nicht gespielt, die Wii Edition, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ziemlich cool ist. Ich überlege tatsächlich, auch wenn ich es... es ist so viel Geld, ey, so viel Geld, deswegen weiß ich nicht, ob ich das will. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich mir die PlayStation VR 2 besorge, wenn sie denn verfügbar ist irgendwie. Nur, damit ich Resident Evil 4 Remake in VR spielen kann. Ich denke schon... Das ist das wert, wäre hoffentlich. Leider wird mir halt schlecht, ne? Wenn ich zu lange VR-Brille aufhab. Das ist leider ein Problem. Aber ich glaube, es wäre schon ein ziemlich geiles Erlebnis. Ne, ich muss dran denken, wegen der Wii Edition, die Desert Railgun gerade schreibt, weil, im Endeffekt ist das ja so ein bisschen vergleichbar, ne? Die Immersion ist natürlich nochmal krasser in VR, aber die Bewegungssteuerung hat ja damals die Wii eigentlich auch schon genauso gut hingekriegt, wie das heute jetzt in VR der Fall ist. Zumindest mit dem Pro-Adapter dann, ne? Dann war die Bewegungssteuerung ja wirklich perfekt. Die Wii hat da wirklich technologisch, was VR angeht, ziemlich viel vorangetrieben. Das darf man nicht unterschätzen, was Nintendo für VR und Bewegungssteuerung gemacht hat eigentlich. Ich begrüße mal schnell die neuen Gäste, die hier hochklettern. Ja.
Leitern sind immer noch wie im Original unsere besten Freunde. Keine Pistolenmunition mehr. Und die Steuerung ganz was anderes als normaler Controller-Tastatur. Auf jeden Fall. Also das glaube ich sofort, dass ich Resident Evil 4 auf der Wii, auf der Wii ganz anders angefühlt hat als auf allen anderen Systemen. Das glaube ich sofort. Okidokili, dann sind wir hier auf der Fischfarm fertig und gehen mit dem Benzin jetzt gegen Delago kämpfen. Delago, abgesehen von El Gigante vielleicht, ne? Delago ist schon so ziemlich der Bosskampf, den sie am wenigsten verändert haben. So ein bisschen abgegradet, finde ich. Delagos Movement ist ein bisschen breiter gefächert jetzt. Der kann mehr machen. Und manchmal finde ich ihn ein bisschen gemeiner. Ich finde es manchmal sehr schwer abzuschätzen, wie viel Reichweite ich mit meinem Boot habe, wie weit nach links oder rechts ich ausweichen kann. Und ich versuche manchmal irgendwie rechts so ein Hindernis zu umfahren und dann merke ich so, okay, problematisch, ich kann nicht nach weiter rechts und dann stoße ich dagegen. Und auf dem hohen Schwierigkeitsgrad ist man nach dreimal schon tot. Aber passt schon, los geht's. Delago, Kampf, auf geht's. Ich habe tatsächlich Resident Evil 4 auch nie mit Maus und Tastatur gespielt. Ich spiele es jetzt auf der PS5. Ich habe vor mir auch die PC-Version mal noch zu kaufen, schon allein damit ich Mods mir anschauen kann und auch Mod-Videos machen kann. Mit Maus und Tastatur spielt es sich wahrscheinlich nochmal ganz anders und ist, glaube ich, ehrlich gesagt auch ein bisschen leichter, ne? Wenn man mit der Maus zielen kann, dürfte das ein leichteres Spiel sein, wirklich. Vor allem am Schießstand. Über Delago finden wir, glaube ich, übrigens im ganzen Spiel keine wirkliche Lore. Ne, ich müsste lügen. Wir werden jetzt in diesem Playthrough Ausschau da noch halten. Aber ich glaube, da erfahren wir nie wirklich, was da eigentlich los ist. Ist halt ein großer Molch voller Parasiten. Achievement dafür, wenn man Delago schafft, ohne auch nur einmal daneben zu werfen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Na, vielleicht auf einen sehr leichten Schwierigkeitsgrad. Das kann schon sein. Dass er da nicht so viel aushält. Wenn man so viel Speere wie ich auf den werfen muss, ich wüsste nicht, wie ich das schaffen soll, ohne einmal daneben zu werfen. Das ist crazy. Mordshunger, hä? Beispiel. Ich hab's versucht auszuweichen.
war knapp. Nein, 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 nein. Ah, dammit. Sowas ist halt echt mies, ne? Sowas ist halt echt mies. Ich finde der Kampf war im Original viel leichter, muss ich sagen. Ich habe den aber auch noch nie auf einem niedrigeren Schwierigkeitsgrad gespielt. Also keine Ahnung. Aber eben. Ist schon. Ich finde den schwer. Wo bist du hin? Wo bist du hin? Mist! Noch so ein Zusammenstoß hält das Boot nicht aus. Jo. Du zähes Mistvieh. Dammit. Schade. Es passiert immer wieder. Der hätte nicht mehr viel ausgehalten. Machen wir nochmal. Ich habe jetzt eben meinen Profi-Playthrough schon angefangen, privat. Und das wirklich Gemeine auf Profi ist ja, dass es keine Autosave-Punkte gibt. Du wirst wirklich zu deinem letzten Schreibmaschinenspeicher zurückgesetzt. Das ist schon sehr mies, finde ich, an manchen Passagen. Da werde ich noch ein paar Mal verzweifeln, denke ich. Und ich weiß nicht, wie man den Profi-Rang mit der Bewertung S+ schaffen soll. Dafür gibt es ja quasi noch eine extra Belohnung vom Spiel. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen werde. Mal gucken, vielleicht werde ich Crazy Speedrunner in dem Spiel. Aber ansonsten sehe ich der Schwarz, ehrlich gesagt. Gucken wir mal. Hast du einen Mordshunger, hä? Huh? Verplant jedes Mal, Leute. Jedes Mal vergesse ich, dass er eine Sprungattacke macht. Immer zuverlässig, nachdem er das erste Mal auf einen zugesprungen ist. Und ich verplant jedes Mal. Es ist zum Weinen. Mist! Noch so ein Zusammenstoß hält das Boot nicht aus. Das ist das, was ich vorher meinte. Ich finde es in dem Remake-Bosskampf sehr schwer abzuschätzen, in welche Richtung ich den Objekten ausweichen kann. Ich konnte jetzt nicht weiter nach links ausweichen, wollte aber nach links. Und als ich realisiert habe, dass es nicht weiter nach links geht, war es schon zu spät. Das weiß ich nicht. Muss ich wahrscheinlich erst noch lernen, keine Ahnung. Das hatte ich im Original sehr viel besser drauf, einschätzen zu können, wie ich den Objekten ausweiche.
Ich glaube, tatsächlich ist es besser, mit Delago zu steuern, nicht gegen ihn. Ich glaube, mit ihm zu steuern macht tatsächlich mehr Sinn, wenn man ausweichen will. Aber wie gesagt, da muss ich mich erst dran gewöhnen. So, wenigstens bin ich mir an der Stelle jetzt endlich mal ausgewichen. Und ich jetzt ganz ehrlich fast schon wieder vergessen. Ja, jetzt, das war wieder die falsche Richtung. Ich bin ja eher lenkt nach links, ich muss nach links lenken. Ich glaube, das ist gut. Mit ihm mitlenken ist, glaube ich, gut. Okay, zweite Annäherungsphase. Wo bist du hin? Wo ist er hin? Yes, da haben wir ihn. Aller guten Dinge sind drei. Der Delago-Kampf wird halt wie im Original nicht leichter, ne? Du kannst im noch so tausendsten New Game Plus sein. Die Speere kannst du nicht upgraden. Yay! Der arme Delago, ne? Es war ja nur ein Missverständnis. Wie ist eigentlich unser Boot überhaupt an den Rand geraten und so weiter? Es ist einfach blöd gelaufen. Kapitelende. Okay, cool, Leute. Hey, machen wir mal ganz kurz Pinkelpause. Ich bin in einer Minute wieder da und dann machen wir hier gleich weiter. Genau. Bis gleich. So,
Da bin ich schon wieder. Soll ich eigentlich mein Kamerabild woanders hinschieben? Ich muss mal schnell gucken, wie im Spiel das HUD ist, ne? Dann gucken wir mal, ob ich mich verschieben muss. Jetzt machen wir mal weiter und gucken uns die nächste Cutscene an. Opferlamm, du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig. Meinen heiligen Segen teilen. Ich finde, Sadlers deutsche Stimme ist wirklich ganz, ganz, ganz falsch besetzt, ne? Der klingt viel zu jung irgendwie. Das passt für mich überhaupt nicht. Oh, unser Bötchen sinkt. Ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe nämlich schon mal einen Speedrun-Versuch gestartet und ich habe festgestellt, wenn man stirbt, merkt sich das Spiel die verlorene Spielzeit. Das wird heimlich mit auf das Savegame gespeichert. Neuladen bringt nichts, die Spielzeit bleibt die gleiche. Gemeinerweise. Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Ende. So, jetzt, bis zu dem Punkt. Ich frage mich auch, wie die Polizistenmütze hier reinkommt, ne? Wir sind hier wirklich ganz woanders. Das ist die jetzt passt mal auf. Der eine wurde ja verbrannt am Dorfplatz, ne? Der kann das nicht sein. Also handelt es sich hier um Mario. Mario war in der Jägerhütte. Okay, so weit, so gut. Dann wurde seine Leiche von der Jägerhütte hierher gebracht, wo er scheinbar hier an diesem Apparat geköpft wurde. Und dann wurde sein kopfloser Körper an den Del Lago verfüttert. Was mit seinem Kopf passiert, wissen wir nicht genau. Köpfen scheint aber irgendetwas sehr Wichtiges für die Sekte zu sein, was Rituelles. Das macht ja auch in gewisser Weise Sinn, da das Verlieren des menschlichen Kopfes ja quasi eine höhere Evolutionsstufe der Plaga-Infektion darstellt. Dieses Bild hier finde ich auch sehr spannend, das eine Frau zeigt, sieht aus wie eine Nonne. Weiß nicht, um wen es sich hier handelt, aber das ist ein Bild, das sehen wir an sehr vielen Schreinen überall im Dorf verteilt. Ist das einfach nur ein altes Marienbildnis aus der Zeit, bevor die irgendwie zu den Los Illuminados gehörten? Oder ist das vielleicht eine Person, die die irgendwie verehren? Könnte es vielleicht zum Beispiel die Mutter von Salazar sein, die ja quasi den Los Illuminados Tür und Tor geöffnet hat, erst wieder, damit die zurückkehren konnten ins Dorf. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, das wird immer so ein bisschen ein Rätsel bleiben, um wen es sich hier eigentlich genau handelt. So, jetzt wird ein neuer Gegnertyp vorgestellt. Natürlich nicht neu für uns, aber neu in Resident Evil 4 Remake. Original kennt man den schon. Das ist jetzt ein bisschen gemein, ey. Warum reagiert der nicht auf meine Schüsse? Bisschen gemein, ne? Aus dem Weg! Einer hässlicher als der andere. Okay. Was zum Teufel? Kann man den als Kantenschneider einsetzen? Hä? Ich glaube, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von was reden wir gerade?
Wen kann man als Kantenschneider einsetzen? Die Köpfe? Die Köpfe? Was ist das hier? Und ich glaube, ein Mysterium, das wir auch nie endgültig lösen können. Eine Art Kultstätte. Von dem Kopfmutierer. Ich meine, wenn man das Ding kontrollieren kann, ne? Wenn man seinen Kopftentakel mit den Klingen kontrollieren kann, ist das ein praktisches Werkzeug. Genau, hier haben wir eben die einbandagierten Köpfe, over and over. Sehr uralte, aber auch ein bisschen frischere, auf denen noch Blut erkennbar ist. Das ist anscheinbar wirklich was sehr Rituelles, das Abtrennen dieser Köpfe und die hierher zu bringen. Hier haben wir wieder... Das Symbol von der Kirche. Genau, diese Symbolik mit den vier verschränkten Armen, das ich nicht verstehe. Und das wirklich, das zermartert mir den Kopf, wenn ich über die neue Resident Evil 4 Lore nachdenke. Könnte es einen Bezug zu Village geben, weil es doch irgendwie sehr ähnlich ist? Oder was sehen wir hier eigentlich? Warum wurde das hier eingebaut? Kommen noch DLCs, die uns mehr darüber sagen, eventuell? Warten wir mal ab. Ich glaube, im Spiel, so wie wir es jetzt haben, finden wir noch keine Antwort auf dieses Symbol, auf die Herkunft dieses Symbols und wie die mit dem Los Illuminados-Symbol zusammenhängt. Das finde ich aber sehr spannend, dieses Symbol. So, der Händler will ein goldenes Hühnerei. Kriegt er. Ich weiß auch schon, wo wir das herkriegen. Gut, was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen erstmal das optionale Zeugs, ne? Und dann kümmern wir uns um das Wichtige. Immer ein bisschen auf Fischjagd. Für was haben wir denn unendlich kostenlose Speere? Die Fische sind auch was wert, die kann man verkaufen. Oh, aber wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Lass mich mal schnell gucken. Ich glaube, das Scharfschützengewehr werde ich jetzt mal kurz in unseren Speicher verschieben, damit wir ein bisschen Platz für die Fisch- und Eierjagd haben. Genau, fangen wir mal schnell zum Schiff in der Mitte. Und dann vom Schiff aus, würde ich sagen, auf die Hühnerinsel. Dieser Part hier erinnert mich echt ein bisschen an God of War irgendwie, ne? Wenn man da mit seinem Ruderboot so über diesen großen See rudert, die ganzen optionalen Sachen erledigt. Das wirkt, finde ich, sehr so. Nur, dass man alleine ist. Nicht irgendwie einen Kompagnon dabei hat, der einem tolle Geschichten erzählt währenddessen. Schade eigentlich. Das hätte ich übrigens wirklich gedacht. Ich habe mir gedacht im Vorfeld, dass wenn die jetzt schon quasi diese Begleiter-KI überarbeiten und die Ashley-Begleiter-Passagen überarbeiten und Sierra, also Luis, zu einem Begleiter machen, dachte ich wirklich, dass die da mehr in Richtung God of War gehen und die sehr viel mehr optionale Dialoge führen lassen und so weiter. Aber das haben sie tatsächlich nicht wirklich gemacht, ne? Da hätte ich gedacht, in die Richtung gehen sie wahrscheinlich auf jeden Fall. Habe ich mich getäuscht. Ich glaube fast, wir müssen noch eine Waffe zurückschicken. Ich bin jetzt schon voll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ich schicke die Magnum auch ins Lager. Die holen wir uns nachher wieder. Ich will jetzt wenigstens für die Hühnereier noch Platz haben im Inventar. Hallo Hühnchen, lasst euch von mir nicht stören. Ich nehme nur ein paar random Eier, die hier rumliegen. Wird beschlagnahmt. Das goldene Ei wird beschlagnahmt, genau. Man kann hier übrigens... Ah ja, guck, da hat schon ein Huhn ein Ei gelegt. Ich glaube, das Eierlegen in Resident Evil 4 Remake ist im Vergleich zum Original komplett random und man kann es nicht wirklich beeinflussen.
Insofern, ich habe es mal ein bisschen getestet. Alle 2 Minuten ungefähr wird hier ein Ei gelegt. Wenn man also das Spiel jetzt auf super schwer spielt und man braucht dringend mehr Heilung oder will ein bisschen Geld verdienen, kann man theoretisch einfach sehr lange auf dieser Insel stehen. Ach guck, da ist schon wieder eins. Immer wieder mal werden Eier gelegt. Das muss es einem wert sein. Man muss schon sehr verzweifelt sein, weil man wartet in der Regel schon sehr lange. Und braune Eier sind dann auch noch nichts wert beim Händler. Aber man kann, ne? Ich meine ja nur. Als Option, als Tipp für euch, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen nach Plätzen gesucht, an denen man grinden könnte. Weil ich mir dachte, vielleicht gibt es ja wirklich so Grindplätze, an denen man unendlich viel Geld farmen kann. Ich habe nicht wirklich was gefunden. Ich habe Gerüchte gehört, dass auch die Schlangen in der Fischfarm unendlich sind. Kann ich nicht bestätigen. Wenn sie respawnen, dann sehr, sehr langsam. Hier geht es ein bisschen schneller, aber naja. Ne? Auch nicht optimal. Ich gehe jetzt auch. Wir brauchen nicht unbedingt Eier. Oliver Kahn wäre enttäuscht von uns, ich weiß, aber wir brauchen keine Eier. Wir brauchen nicht noch mehr Eier. Na gut, wenn wir jetzt schon hier sind, machen wir schnell das Rätsel da vorne, würde ich sagen. Okay, wie waren die Symbole hier gleich nochmal? Ich bringe die immer jedes Mal durcheinander. Ich glaube, hier war es irgendwie das, das und das. Nee. Das, das und das? Nee, auch nicht. Nee, okay, ich muss kurz nachschauen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das muss ich mal noch auswendig lernen. Da es 2 Rätsel gibt, bringe ich die auch immer wieder durcheinander. Ah, hier sind die Wellen mit dabei. Okay. Die Wellen und irgendwas mit dem Bogen. Jetzt wartet mal kurz. Dann kriege ich das, glaube ich, schon hin. Dann war es wahrscheinlich das, das und das. Nö. Okay. Das, das und das? Nee, auch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, dann lösen wir es auf die altmodische Art, wie es Gott gewollt hätte. Wir haben die 3 Wellen. Wir haben den einfachen Bogen. Und wir haben die 3 Dinger. Okay. Einfache Bogen, die 3 Wellen und die 3 Dinger. Ich dachte, die Kombination hätte ich versucht, aber scheinbar nicht. Kopf des Gotteslästerers. Ne, das ist auch interessant, dass so ein bisschen das Entfernen der Köpfe der Statuen und das Blut, das über dieses Symbol der 4 Hände läuft, dass das so ein bisschen die Intro-Cutscene von dieser Opferung widerspiegelt, die wir ganz, ganz am Anfang sehen. Das Erste, was man im Spiel sieht. Ich weiß nicht, ob das nur so ein bisschen symbolisch ist, dass, ne? Oder ob da tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr dahinter steckt. Vielleicht ist das irgendwie die Lösung eines Story, eines Lore-Rätsels, das ich noch nicht verstanden habe. Finde ich auf jeden Fall interessant. Moment, war da was? Ich dachte schon, das Buch könnte man lesen. Okay, wir haben hier noch einen optionalen Schatz. Genau, das nehmen wir auch mit. Gut, dann gehen wir wieder in unser Bötchen und fahren zurück in die Sprengfarm, die Sprengfalle aus dem 1. Kapitel. Dort gibt es einige optionale Schätze jetzt für uns zu holen. Die holen wir uns jetzt auch. Ich finde das irgendwie nett. Ich finde das bescheuert, aber gleichzeitig nett, dass es hier so Fässer gibt, die man umfahren kann und dann droppen die Geld. Das ist total gamey und total albern.
Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich da beschweren, dass es denen irgendwie so ein bisschen die Immersion kaputt macht. Aber ich bin im Spiel nie böse, wenn es gamey ist. Gamey ist für mich immer in Ordnung. Ein Spiel darf immer auch einfach ein Spiel sein, meiner Meinung nach. Oh, da ist der große Fisch. Dich habe ich gesucht. Oder wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Findet ihr auch, dass ein Spiel immer gamey sein darf? Oder seid ihr da auch eher Fans von Realismus und findet ihr, dass Spiele schon auch irgendwie versuchen sollten? Also, ne, ich find's auch schön, wenn Spiele es schaffen, ihre Spielmechanismen schön in die Welt zu integrieren. Ohne Frage, das ist natürlich der Königsweg, ne, das ist ideal. Aber ich find's überhaupt nicht schlimm, wenn Spiele sagen, nö, komm, ich bin ein Videospiel und ich mach Videospielsachen, YOLO. Finde ich überhaupt nicht problematisch. So, jetzt passt mal auf, die Waffen, die ich jetzt noch im Inventar habe, brauche ich eigentlich. Wir können das Krauser-Messer vielleicht noch in die Aufbewahrung schicken, vorübergehend. Aber jetzt wird's eng im Inventar. Ich die Schatzkarte der Deluxe Edition finde, ich würde ehrlich gesagt sagen, unnötig. Ich finde die jetzt nicht schlecht oder so, ich finde das ganz nett. Dann hat man ein paar mehr Schätze, die man suchen kann. Wenn man vorhat, das Spiel auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad durchzuspielen, hilft einem das auch, macht das Spiel leichter. Kann man mögen oder nicht, ne? Aber es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Man hat halt ein paar Schätze mehr, die man finden kann. Das sind oft auch irgendwie ein bisschen komische Schätze. So Medaillen für den Schießstand und so Sachen findet man teilweise. Aber es ist eigentlich ganz egal, finde ich. Ich glaube, der ist tot. Er ist tot, Jim. Ich muss echt sagen, je mehr ich das Spiel spiele, desto mehr mag ich's. Es ist wirklich einfach großartig. Ich habe ehrlich gesagt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, fast ein bisschen Angst, dass ich Resident Evil 4 Original nicht mehr gut finde, wenn ich zurückgehe. Weil so viele Funktionen mir plötzlich fehlen, die es halt jetzt im Remake gibt. Ich fände das schrecklich schade, wenn es so wäre. Deswegen sage ich, dass ich Angst habe. Ich fände das schrecklich schade, wenn mein Lieblingsspiel mir keinen Spaß mehr machen würde. Wegen dem Remake. Vielleicht ist das Remake einfach besser, ne? Vielleicht ersetzt es das Original. Ich weiß es noch nicht. Das wird sich erst noch rausstellen, für mich persönlich. Jetzt ist es noch neu und die Euphorie ist noch groß. Oh, guck mal, übrigens. Leute, was ich entdeckt habe, es ist irre. Ich mache da ein eigenes Lore-Video dazu. Und wir werden noch Informationen in diesem Let's Play finden, deswegen nur mal behaltet im Hinterkopf. Guckt euch dieses Haus hier an, diese Hütte hier, ne, in der auch Luis Sierra eingesperrt ist. Wo ich ja schon in einer früheren Folge gesagt habe, dass hier offensichtlich Luis Experimente durchgeführt hat. Und dass wir hier dieses Foto finden, wo ich mir noch nicht sicher war, wen wir darauf sehen. Mittlerweile bin ich mir sicher. Jetzt passt auf. Dieses Bild hier, wenn man sich den Rahmen genau ansieht, sieht man schon, dass es eben sehr verkohlt ist, ne? Und es heißt auch, wenn wir das unter den Dokumenten aufrufen, verkohltes Familienfoto. Und die Hütte hier hat offensichtlich mal gebrannt. Guckt euch das an. Überall schwarze Brandspuren. Also hier, das Haus wurde angezündet. Das Haus hat gebrannt in der Vergangenheit. Und hier in diesem verbrannten Haus hat Luis sich eingenistet, um sein kleines Labor aufzubauen, zu errichten. Ne? Behaltet das im Hinterkopf für zukünftige Folgen dieser Lore-Let's Play-Reihe. Wir werden noch Dokumente finden. Vielleicht sogar jetzt. Ich glaube, wir finden es sogar jetzt. Ihr müsst nicht lange warten. Die ein ganz neues Licht auf diesen Charakter werfen. So, jetzt passt auf. Tagebuch eines alten Mannes. Vor 3 Jahren starb meine geliebte Tochter. Okay, ganz kurz. Das ist nicht das Dokument, das ich dachte,
das wir finden, aber wir finden noch eins, das wird sehr spannend, was dieses verbrannte Haus angeht. Aber jetzt lesen wir erstmal das hier. Tagebuch eines alten Mannes. Vor 3 Jahren starb meine geliebte Tochter, nachdem sie ihren Sohn zur Welt gebracht hat. Der Junge ist mittlerweile zu einem stattlichen Burschen herangewachsen und begleitet mich sogar auf die Jagd. Er hat viele Interessen und ist sehr neugierig. Man kann ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Wann immer wir in den Wald gehen, fragt er mich nach Geschichten. Besonders Don Quixote hat es ihm angetan. Er ist noch klein, aber für sein Alter äußerst gescheit und aufmerksam. Wäre er nicht an diesen Ort gefesselt, hätte er vielleicht in die Wissenschaft gehen können. Ich war leichtsinnig. Ich hätte schwören können, dass ich den Wolf direkt durch den Kopf geschossen hatte, doch er sprang mich an. Ich hätte es zurück in die Hütte geschafft, aber meine Wunden schwellten an. Meine Wunde schwiel an und verfärbte sich. Ich kann es nicht ertragen, die besorgten Augen des Jungen zu sehen. Mein Körper bewegt sich ohne mein Zutun und in meinem Kopf höre ich Stimmen. Werde ich wahnsinnig? Ich darf nicht sterben und den Jungen zurücklassen. Ich bitte dich, Gott, beschütze mich. Okay, das hier ist ein sehr interessantes Buch. Ich möchte mal ganz kurz noch sagen an der Stelle, was ich sehr, sehr geil finde. Ich bin ein großer Fan der Sommerzeit und der längeren Tage. Als ich das letzte Mal gestreamt habe, vor wie gesagt über einem Monat, war es, wenn ich angefangen habe zu streamen, draußen schon stockfinster. Stockfinster. Jetzt gucke ich raus, ich stream schon seit einer Stunde, es ist fast 8, seit anderthalb schon, und es ist blauer Himmel draußen, es ist hell. Das ist so gut für mich, wirklich. Das ist so gut für meine Psyche, das ist so gut, dass ich nicht quasi, dass nicht ab 6 Uhr Nacht ist, ab 6 Uhr nachmittags. Das ist so gut. Mir geht so viel besser in der Sommerzeit. Sonnenlicht ist was Tolles. Okay, Leute, dieses Tagebuch hier, ich kann es ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen, ist das Tagebuch von Luis Sierras Opa. Das fühle ich auch. Ja, wirklich, ne? Ah, endlich ist die Zeit der Winterdepression vorbei. Ich bin ja wirklich, ne, wirklich. Ihr wisst das wahrscheinlich, viele von euch wissen es. Ich kämpfe schon mein Leben lang wirklich mit Depressionen. In meiner Jugend war das sehr schlimm. In meinem jungen Erwachsenenalter hatte ich sehr schlimme Depressionen. Mittlerweile geht es mir viel besser. Boah, aber die Winterzeit ist für mich manchmal immer noch schwierig. Ist eine schwierige Zeit. Bin immer froh, wenn ich die gut überstehe. Dieses Jahr habe ich sie gut verstanden. Gut, genau. Hier auf dem Foto sehen wir Luis Sierra und seinen Opa. Also der kleine Luis quasi, der ein neugieriger Junge war, der auf die Jagd gegangen ist, der Don Quixote geliebt hat, der hier quasi mit seinem Opa in dieser Hütte gelebt hat. Und der Opa wurde von einem Wolf gebissen. Einem Wolf, bei dem er sich sicher war, er hätte ihn in den Kopf geschossen. Trotzdem hat der Wolf gelebt und ihn gebissen. Und jetzt hört er Stimmen in seinem Kopf. Sein Körper bewegt sich von alleine. Ne? Ja. Wir können uns denken, was passiert ist. Ein offensichtlich infizierter Wolf hat ihn mit einem Plagger infiziert. Das war lange, lange bevor Sadler überhaupt wirklich ins Dorf gekommen ist. Das werden wir alles noch in anderen Dokumenten erfahren. Deswegen will ich auch gar nicht zu weit vorgreifen. Aber das ist schon der erste Punkt in der tragischen Geschichte. Warum kletter ich hier hoch? Das wollte ich gar nicht. Von Luis Sierra, der coolerweise, das freut mich wirklich sehr im Remake, sehr viel mehr ausgebaut wurde. Ein sehr viel komplexerer Charakter ist, als das im Original der Fall war. Finde ich schön, dass der viel mehr Backstory bekommen hat. Genau, das ist nur ein Händlerauftrag. Wir sollen den großen Fisch fangen. Den habe ich schon im Inventar. Schon vorgesorgt. Jetzt kommt gleich eine nicht leichte Stelle, aber die werden wir schon hinkriegen. Und hier sehen wir einige Opfer der Las Plagas. Der Ganados. Was geht hier vor? Was geht hier vor? Eine Hikerin, eine Wanderin. Ne, wir erfahren ja am Anfang im Intro von den beiden Polizisten, die uns ins Dorf bringen, dass in dieser Gegend immer wieder mal Leute verschwunden sind. Wir haben ja auch schon gelesen, dass Leute
aus der Umgebung gefangen genommen worden sind, damit die Bewohner hier nicht Leute von sich selbst für Settler opfern müssen, sondern damit sie Fremde dahin schicken können. Da, kleiner Schlüssel, das ist sehr gut. Und das hier, das ist noch komisch. Okay, das ist komisch. Jetzt passt auf. Um das zu rekonstruieren. Das hier, die Person, die hier liegt, sieht sehr stark aus wie die Person aus dem Intro, aus der Intro-Sequenz, ne? Die da geopfert wird. Man müsste mal einen direkten Vergleich machen, aber ich denke, von der Kleidung her dürfte sie das schon sein. Nur die Jacke sieht anders aus, ne? Aber keine Ahnung. Allerdings ist diese Person in der Intro-Sequenz ziemlich sicher an einem ganz anderen Ort, den wir erst relativ spät im Spiel finden werden. Warum wurde die quasi von der Insel, die wir wirklich erst am Schluss des Spiels treffen, hierher gebracht und hier auf den Altar gelegt? Einfach so. Und liegt jetzt hier. Und na, das ergibt für mich nicht wirklich Sinn. Ich muss mir die Intro-Sequenz mal nochmal genauer anschauen, aber ganz sicher spielt die nicht hier, auf diesem offenen Dorfplatz, oder? Oder? Nee, die spielt nicht im Freien, die spielt ziemlich... Wartet! Hör ich da eine Salazar-Statue? Oder bilde ich mir das ein? Ich habe nämlich noch nicht alle gefunden. Ich dachte, ich hätte gerade eine Salazar-Statue gehört. Ah, hast du die Figur gefunden? Ja genau, der Wanderer schreibt es gerade. Nee, habe ich hier tatsächlich noch nicht gefunden. Aber ich höre sie. Gerade habe ich sie gehört. Wo ist sie? Weißt du, wo sie ist? Kannst mir gerne Tipps geben. Die treiben mich manchmal in den Wahnsinn, diese Figuren. Die klingt aber weit weg, ne? Die ist bestimmt irgendwo in den Bäumen oder so. Da ist sie, ich habe sie. 10 von 16. 6 Stück fehlen mir noch. Eine weiß ich, die ist noch auf dem Dachboden des Bürgermeisters. Die habe ich in meinem ersten Playthrough gehört. Da wusste ich aber noch gar nicht, was es damit auf sich hat. Und habe sie dann auch nicht gefunden. Okay, jetzt wird's ernst, vor allem weil ich so viele meiner Waffen verkauft habe. Ich habe aber 2 Blendgranaten, die werden uns retten. Ich finde, die sehen einfach doof aus. Oder? Ich finde irgendwie, die Gegner sehen einfach doof aus. Aber fand ich schon im Original. Also das ist jetzt nichts, keine Kritik, die ich am Remake habe. Ich fand, die sahen mit ihrem breiten Grinsen irgendwie schon immer ein bisschen doof aus. Aus dem Weg! Schneller nachladen. Okay, gut. Hätten wir. So, sind wir hier fertig? Im Grunde schon. Das Pulver nehme ich mit. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal mit unserem vollgepackten Inventar zum Händler. Ich muss mal ganz kurz den Kater rauslassen. Die Tür ist zu. Moment. So. Ach ja, wartet mal, ich wollte doch gucken. Nee, es passt eigentlich, oder? Ihr seht halt jetzt, nee, es passt nicht. Wartet mal, lass mich schnell mein Bild ein bisschen verschieben. Dann seht ihr die Munition.
und die Lebensenergie. Nicht, dass es super wichtig wäre, aber ja, doch. So, dann fahren wir... Ah ja, gut, nehmen wir noch schnell hier diese kleine Anlegestelle mit. Ach so, das ist perfekt. Perfekt, fahren wir da mal hin. Das ist übrigens auch noch ein netter Tipp, den verrate ich euch gleich für eure Runs auf Profi und so weiter. Weil die Hühnerfarm ist zwar ein guter Ort, um Eier zu grinden und das ist alles schön und gut, aber es macht auch sehr viel Sinn, dass man nach dem Delago-Kampf, wenn es regnet, nochmal zurück zur Fischfarm zu gehen. Weil dort findet man tatsächlich nochmal ein paar Schlangen und Fische. Ich hab was Neues für dich, Partner. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. So, Money! Danke. Gut, das verkaufe ich auch noch für die Quests. Das wollte ich sehen. Ach, gute Arbeit. Oh, sieh dich einer an. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wenn du auch nur den bist, du beeindruckt. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Probier mal ob's. Komm jederzeit wieder. Come back anytime. So, jetzt passt mal auf. Jetzt brauchen wir... Ach so, warte mal. Die Fische muss ich noch verkaufen. Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Got a collection of rare things on sale. Nee, der ist schon im Englischen einfach besser. Der ist einfach besser. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Got a collection of rare things. Das ist im Englischen einfach besser als im Deutschen, ne? Kann man nichts sagen, finde ich. So, nochmal speichern. Immer fest speichern. Man kann nie zu oft speichern. Genau. Ich gehe mal nochmal kurz zurück. Na, wie gesagt, ich möchte ja den Run hier auch ziemlich vollständig machen. Oh, die lila Flamme, ey. Über die lila Flamme könnte ich viel erzählen. Da habe ich mir viele Gedanken gemacht über die lila Flamme. Im Original hätte ich der lila Flamme nie Aufmerksamkeit geschenkt. Aber da die lila Flamme jetzt im Remake nicht die einzige Flamme ist mit besonderer... Das waren alle. Farbe und Funktion kann man in die lila Farbe Flamme viel hinein interpretieren. Ich mache mein eigenes Video dazu. Ich mache mein eigenes Video zu der lila Flamme. Die lila Flamme, ey. Genau, mit Englisch auf Untertiteln geht natürlich auch. Bestimmt. Halt! Ich höre schon wieder eine Salazar-Statue. Yes! Hey, ohne Witz, wie war ich denn hier schon 100 Mal und hab die nicht gehört? Ich muss zugeben, meinen ersten Playthrough habe ich noch richtig gespielt, so wie wir es jetzt hier auch machen. Mein zweiter Playthrough war dann meistens schon irgendwie ohne Sound oder auf sehr leise gedreht. Und ich habe nebenbei irgendwie Podcast gehört oder sowas. Oder Merlin war da und hat irgendwas gemacht am Tablet. Da habe ich das Spiel nicht mehr so gehört. Mit Kopfhörern hört man diese kleinen Salazar-Männchen halt natürlich sehr viel. Sehr viel deutlicher. Ich habe was Neues für dich, Partner. Ein Hervorkomm. Das Schatz kombinieren ist auch eine sehr coole neue Funktion. Ich mag das, dass man jetzt durch den Einsatz der verschiedenen Edelsteine den Preis des Schatzes sehr stark bestimmen kann. Man kann sich hier auch die verschiedenen Bullies anschauen, die man dafür kriegt. Das Wertvollste, was man schaffen kann, ist ein Edelstein von jeder Farbe. Ich glaube, das ist tatsächlich nur bei der Krone überhaupt möglich.
Dafür, wenn man die wirklich mit den 5 verschiedenen Edelsteinfarben bestückt, kriegt man 100.000 für die eine Krone. Das ist, glaube ich, der wertvollste Schatz im ganzen Spiel. Ansonsten ist es immer eine gute Idee, wenn man es schafft, alle von einer Farbe einzusetzen. Also entweder... nee, tatsächlich. Es ist... Genau. Es ist immer besser, alle von einer Farbe zu machen, außer bei 5. Bei 5 ist das umgekehrt. Wenn du 5 Steckplätze hast, versuch unterschiedliche zu machen. Ansonsten versuch immer gleiche zu machen. Das ist so ein bisschen die Grundformel. Und ansonsten haben wir halt hier quasi die sind der Wertigkeit nach sortiert. Ich habe die auch lange nicht gesehen, aber hier in dem Menü, wenn man Viereck drückt auf dem PlayStation Controller, sieht man die. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 3 gelbe Steine einsetzen würde, wäre dieser Schatz auf dem maximal möglichen Preis. Habe ich nicht. Jetzt setze ich 3 blaue ein. Und dann kriege ich quasi einen 1,4-fachen Bonus im Wert. Da kriege ich jetzt 25.000. Würde ich jetzt einen gelben dazu machen, kriege ich zwar genauso viel, aber der gelbe Stein ist sehr viel mehr wert als die blauen Steine. Das heißt, es wäre Verschwendung, den jetzt hier einzusetzen. Versteht ihr, was ich meine? Somit kann ich quasi den Wert von dem blauen Stein auf den Wert von gelben Steinen boosten, wenn man so will. Dadurch, dass ich überall die gleichen einsetze. Die roten sind halt quasi die wertlosesten, aber selbst hier, wenn ich nur die roten einsetzen würde, hätten wir immer noch einen Wert von 21.000, weil ich eben den Trio-Bonus 1,4-fach kriege. Das ist irgendwie ganz nett, dass das jetzt so ein Minispiel in sich geworden ist. Nicht mehr nur ein Sammeln von zusammengehörigen Schatzteilen. Mag ich ganz gerne. Ich glaube, ich kann hier tatsächlich mal ein paar rote verkaufen. So viel werde ich nicht mehr dafür brauchen. Dafür lasse ich einiges springen. Albeit at a high price. Danke. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. Bist du beeindruckt? Angenehme Reise. Eine bist du beeindruckt. angenehme Reise. Mein Gott, habe ich viel Granaten, habe ich gerade gesehen. Mein Gott, wo kommen denn die ganzen Granaten her? Wer hat die ganzen Granaten in mein Inventar gepackt? Ich weiß nicht. Moment mal, die Killer 7, die wollten wir einlagern. Die nehmen wir nicht mit. Ich lage auch mal die beiden Heilsprays ein, weil ich habe eigentlich genug andere Heilung. Statt der Killer 7 nehmen wir nämlich für diesen Playthrough die Broken Butterfly mit. Genau. Und dann haben wir alles, was wir für diesen Playthrough benutzen. Hey, warte mal, was ist eigentlich los? Warum habe ich eigentlich die Schulterstütze für die TMP nicht eingepackt? Oh. Hilfenrohr habe ich. Das andere brauchen wir noch nicht. Krausers Messer nehme ich mal. Okay, dann ist unser Inventar zwar wieder sehr voll, aber dafür haben wir alles, was wir brauchen. Voll bepackt mit schönen Sachen. Leben schöner machen. Okay, cool. Schauen wir mal, dass wir alles nachladen. Außerdem wird die TMP mal schnell... Mit der Stütze ausgerüstet. Die Stingray mit dem Hochleistungszielfernrohr. Die Magnum noch hier auf die Schnelltasten. Dann sind wir wieder gut ausgerüstet, ne? Alles gut. Ich habe so viel Granaten, ey. Der nächste Boss kriegt, der wird weggrenadiert. Aber sowas von weggrenadiert. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ah, guck mal, perfekt. Wir können das Schieberätsel machen. Das wurde örtlich abgewandelt, so ein bisschen, das Schieberätsel. Das steht jetzt hier, nicht mehr im Schloss. Und auch von der Mechanik her wurde es abgeändert. Und man kann bei dem Schieberätsel vollkommen wahnsinnig werden. Aber wenn man weiß, wie es geht, ist es tatsächlich sehr einfach. Man muss im Grunde nur in der richtigen Reihenfolge jedes Feld zweimal drehen und dann ist es gelöst. Und das ist schön, weil das ist wie im Original.
Im Original gab es auch schon dieses Schieberätsel, das mich eigentlich komplett wahnsinnig gemacht hat. Komplett irre. Und mich oft zur Verzweiflung gebracht hat, bis ich dann gelernt habe, dass man im Endeffekt einfach nur einmal außenrum alles einmal schieben muss. Und schon hat man das Rätsel gelöst. Das sind halt Sachen, die man wissen muss. Tatsächlich hat im Original jedes einzelne Rätsel einen Easy-Modus. Man muss ihn nur kennen. Und ich glaube, ich kann es aber noch nicht garantieren, auch im Remake ist es so. Auch im Remake hat jedes Rätsel den Super-Easy-Modus, den man nur kennen muss. Und dann kann man das sehr leicht alle Rätsel lösen. Ich habe eine Schlange zischen gehört, ganz in der Nähe. Ah, da ist. Ich sammle die jetzt nur alle so ein bisschen hier, ne? Weil die sind viel wert und dann können wir unsere Waffen relativ schnell hochleveln. Das finde ich gut. Ich hoffe, ich habe genug Platz im Inventar. Die DLC-Waffen kriegt man tatsächlich von Anfang an. Sobald du zum ersten Mal an eine Schreibmaschine kommst, kannst du dir die aus dem Inventar nehmen, die beiden DLC-Waffen, wenn du den hast, gekauft hast. Ja. Ich bin schon sehr gespannt auf die kommenden DLCs von Resident Evil 4 Remake. Der Mercenary-Modus wird ja jetzt schon in wenigen Tagen kostenlos nachgereicht. Ich glaube, Freitag nächste Woche ist es schon soweit. Bin ich schon sehr gespannt drauf und freue ich mich schon sehr drauf. Vor allem frage ich mich, ob der Mercenary-Modus dann auch mit neuen Bonusinhalten fürs Hauptspiel kommt, die man freischalten kann, ne? Wäre ja nicht unheard of, dass man da irgendwie nochmal Bonus-Content freischaltet. Bisher schulden sie uns ja auch noch den Laser, den Plugger Removal Laser. Mal gucken, ob der noch irgendwie seinen Weg ins Remake findet. Und Assignment Ada, also der Ada Wong DLC und Separate Ways, die beiden, also vor allem Separate Ways eigentlich, vermissen wir ja aktuell auch noch. Ich bin mir auch sehr sicher, dass der noch in irgendeiner Form kommt. Ich hoffe, das Resident Evil 4 Remake war und ist für Capcom ein voller Erfolg. Sowohl in den Verkaufszahlen als auch von den Wertungen her. Von den Wertungen her ist es das ja auf jeden Fall. Denn dann kriegen wir mehr DLCs und mehr Content und ich hätte Bock drauf. Von mir aus dürfen die Resident Evil 4 jetzt einfach für den Rest meines Lebens mit neuem Content versorgen. Ich brauche keinen neuen Teil mehr. Macht irgendwie einen Season Pass, keine Ahnung, macht ein Service-Spiel draus, gebt mir alle paar Monate eine neue Map oder erweitert die Kampagne oder es ist okay für mich, wirklich. Passt. Ich brauche kein Remake vom 5er. Gebt mir mehr Resident Evil 4 Remake und ich bin für den Rest meines Lebens glücklich. Hab neue Willkommen. So, ich hab was Neues für dich. Ich hab auch was Neues für dich. Eine Götze. Einmal eine Götze. Und 5 Vipern. Und ein gelbes Kraut. Und eine gelbe Krautmischung, die ich nicht brauche. Und eine Forelle. Bitteschön. Danke. Thank you. Okay. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwo... Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen ans... Hier, wie du es haben wolltest. Ach, wenn der 5er Remake besser wird als das Original, habe ich nichts dagegen. Ey, ohne Witz, da bin ich so gespannt drauf. Da bin ich so gespannt drauf und habe so viel Hoffnung. Weil der 5er hätte... Also ich mag Resident Evil 5, das Original. Ich habe überhaupt nichts gegen den. Und ich finde, der könnte ein richtig, richtig gutes und cooles Spiel sein. Mit ein paar kleinen Tweaks, ne? Ich finde, der hat so ein paar Elemente aus dem 4. Teil leider irgendwie verändert und leider auch schlechter gemacht. So wie das Inventar und das Waffen weiterentwickeln und sowas, ne? Ich hoffe, wenn die den 5. remaken, orientieren die sich in den positiven Aspekten mehr am... Original 4er meine ich jetzt. Also mehr am 4. Teil, mehr am Remake vom 4. Teil und weniger am Original 5. Teil, wenn ihr versteht, was ich meine.
Und dann könnte meiner Meinung nach aus dem Resident Evil 5 Remake ein absolut großartiges Spiel werden. Auf das ich auch tierisch Bock habe. So, Angeln Leon-Style. Oh nein, ich wollte nicht an Land gehen. Das war ein Versehen. Wie findet ihr denn eigentlich, ihr, die ihr Podcast Coffee Cake and Games Bäcker seid und Bäckerinnen, die jetzt hier sind, wie findet ihr denn diese sehr detaillierte Reise durch Resident Evil 4, die wir als Podcast gerade machen, hinter der Paywall? Kommt die bei euch gut an? Findet ihr die cool? Wollt ihr, dass das monatelang so weitergeht? Oder sagt ihr so, na, ich hätte schon auch gern wieder die anderen Formate, Bipwatch und Schlammkuchen und wie sie alle heißen, und find's gar nicht so toll, wenn jetzt hier monatelang eventuell wirklich diese Reise durch Resident Evil 4 stattfindet, anstatt den anderen Formaten? Das würde mich sehr interessieren, weil das kann man ja ein bisschen auflockern oder abkürzen oder so weiter. By the way, wann und wo kommt der Podcast? Also der Podcast kommt immer mindestens jeden Sonntag auf dem YouTube-Kanal Coffee Cake and Games. Da kommt dann immer die kostenlose Folge quasi. Öfter haben wir dann auch noch zusätzliche Folgen, die wir einfach so veröffentlichen, wenn es um wichtige Themen geht oder wenn es um Release-Spiele geht oder so. Und auf Steady sind dann eben noch super viele andere Formate und Folgen. Hinter Willkommen. Der Paywall versteckt. Ich hab was Neues. Hinterhältigerweise. Genau. Haha, gute Instinkte, Fremder. Und die erste Folge jetzt zum Beispiel von dem, von der Reise durch Resident Evil 4, die war jetzt kostenlos für alle, aber alle weiteren Folgen sind Eine hinter der interessante Paywall. Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Hey, gute Entscheidung. Ich Lust, ein bisschen Gerümpel aufzulesen, Fremder? Wär's an. So, wir haben einen Kelch. Wir haben aber, den hebe ich mir auf. Angenehme Reise. Aber ich habe gerade für die Spinels, die wir jetzt bekommen haben, immer diese Paywall. Ja, ich weiß. Aber der muss sich halt auch finanzieren, der Podcast, ne? Es hilft halt nichts. Aktuell machen das Michael und ich ja quasi so ein bisschen nebenbei im Grunde, ne? Aber wir hoffen natürlich, dass das in den nächsten Monaten und Jahren vielleicht auch wirklich zu einem ernsthaften Nebenverdienst wird. Und dass wir dann auch wirklich viel Zeit und Energie investieren können. Aktuell haben wir ja im Grunde beide unsere Hauptberufe quasi auf YouTube, beziehungsweise ja eben als Journalist. Und können halt einfach in dem Podcast nicht mehr stecken, als wir machen. Im Podcast machen wir quasi aktuell in unserer Freizeit neben einem Job. Das wäre eben cool, hab seltene Ware im Angebot, wenn sich das irgendwann mal, ja genau, auch finanzieren kann, ein Projekt. Auch ein Messer braucht hin und ein nächsten Mal. So, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt ganz viel Schätze gemanagt und Kugeln gezogen und habe ganz vergessen, wo wir jetzt eigentlich gerade sind und was los ist. Wir müssen jetzt da runter. Genau, da sind wir. Kann mich wieder erinnern. Alles gut. Wir fahren jetzt da runter und holen den zweiten Schatzschlüssel-Dingens. Okay, ich bin schon wieder dabei. Bin schon wieder up to date. Der See ist jetzt auch wirklich so ein Bereich, der für uns lore-technisch relativ uninteressant ist. Hier gibt es, glaube ich, jetzt auf unserer Lore-Expedition nicht viel zu erleben. Deswegen arbeiten wir den jetzt ab und bringen den hinter uns. Die Geschichte mit dem ersten Motorboot in der Siedlung habe ich ja schon erzählt, ne? Und alles andere. Ja. Ist halt ein bisschen heruntergekommen.
Hier können wir uns noch schnell ein paar optionale Schätze sichern. Die lassen wir natürlich nicht liegen. Nichts verkommen lassen und so. Wäre ja schade drum. Prächtiger Armreif. Okay, jetzt lasst mich noch mal kurz in die Schatzkombinationsmenüs gucken. Wir haben jetzt hier drei derselben Sorte, die wir hier einsetzen können. Dann ist der schon mal ziemlich wertvoll. Und hier setzen wir zwei rote ein. Und dann ist der auch ziemlich wertvoll. Und dann haben wir ziemlich wertvolle Schätze. Ja gut. Okay, dann begeben wir uns mal auf die zweite Pflichtinsel hier bei dieser Plus-Expedition. Hier müssen wir uns jetzt wirklich durchkämpfen, damit wir das zweite Schlüssel-Item kriegen. Und dann können wir, glaube ich, auch schon weiter ins nächste Kapitel kommen. Gelöst hier. Das ist immer das Schönste, oder? Wenn man die Dynamitstangen treffen kann. Und die anzünden kann. Also sprengen kann. Ins Feuer kicken. Oh shit, der verwandelt sich. Okay, lass mich kurz orientieren. Okay, alles klar. Bin schon wieder dabei. Okay. Das hätten wir. Wobei das nicht die letzte Welle war. Ich glaube, wenn ich das Rätsel gelöst habe, spätestens noch mal ein Spawn, noch mal ein paar. Bin mir immer nicht sicher, ne? Die sind teilweise gut verschleiert, die Spawn-Punkte und die Spawn-Logik. Manche stehen von Anfang an einzeln rum, ein paar zusätzliche Spawn noch dazu. Ist teilweise wirklich schwer zu sagen. Machen wir kurz hier unten schon mal den Weg frei. Weil ich auch des Rätsels Lösung nicht mehr so hundertprozentig weiß. Die muss ich mir wirklich irgendwann mal merken, damit ich hier flüssiger durchflutschen kann. Gerade wenn ich doch mal irgendwann Profi auf dem S-Plus-Rang durchspielen muss oder will, dann darf ich hier bei den Rätseln nicht immer so lang hängen. Aber hier haben wir diesen komischen Bogen mit dem Zusatzdingi. Und hier irgendwo hatten wir was gleich nochmal? Ah, das da. Okay, dann werde ich schon drauf kommen. Ah, Quatsch. Das war falsch. Das, das und das. Ja, genau.
Na schön. Hätten wir das auch. Geben wir wieder. Ah, da ist noch ein optionaler Schatz unten. Da ich in meinen ersten beiden Playthroughs diese erweiterte Schatzkarte noch nicht hatte, habe ich diese Bonusschätze so überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, guck, da kriegt man jetzt zum Beispiel Medaillen für den Schießstand. Finde ich ganz komisch. Aber gut, irgendwann will ich auch mal die Anhängersammlung voll haben. Da schaden die nicht. Na dann. Macht's gut, ihr Trottel. Wir sehen uns in der Hölle. Man kann übrigens, wenn man jetzt noch welche findet, die auch wunderbar mit den Speeren vom Land aus kaputt schießen. Was ich sehr lustig finde. Ja, die sich da nicht wirklich wehren können. Aber man muss sie halt treffen auch noch, ne? Na, komm schon. Nein! Ich komme leider nicht durch das Gitter durch, scheinbar, ne? Ja! Es ist schön. Es ist einfach schön. Okay. Das war toll. Aber jetzt zurück zu ernsten Angelegenheiten. Nee, gehen wir gleich in die Höhle und lösen das Rätsel und holen uns den Schlüssel. Machen den nächsten Bosskampf, auf den ich mich schon sehr freue. Und dann gucken wir mal. Wie spät ist es jetzt? Ah ja, gucken wir mal. Vielleicht machen wir dann eh schon für heute Schluss, ne? Mal schauen, mal schauen. Das Kapitel machen wir jetzt schon noch fertig, würde ich sagen, denke ich. Ist das der Schlüssel? Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One Ende. Schnell zu Baby Eagle. Was machen wir? Wo? Genau, wir gehen hier an Land. Piep, piep, piep. Haben Motorboote einen Rückwärtsgang? Ich bin kein so ein Motorboot-Experte, aber kann sich der Motorboot-Propeller in Wirklichkeit irgendwie rückwärts drehen und dann fährt man rückwärts? Es kommt mir so albern vor. Es kommt mir so albern vor, dass ein Motorboot einen Rückwärtsgang hat. Aber andererseits, warum nicht, ne? Warum nicht? Technisch dürfte das sehr leicht zu machen sein. Also wird das schon so seine Richtigkeit haben, denke ich. Kommt mir trotzdem komisch vor. Das sind die beiden Fische, die ich gerade erwischt habe. Davon ist einer Eier. Ach ja. Motorboote haben Motorboote. Okay, Mr. Snake. Okay, alles klar. Man merkt halt schon immer, ne, da ist Twitch teuflisch. Ich bin da auch recht froh, dass Twitch für mich nur so eine kleine Nebenplattform ist und dass ich die nicht hauptsächlich nutze. Weil man merkt schon sehr stark, dass ich jetzt halt einfach einen Monat Urlaub gemacht habe und nicht gestreamt habe. Weil dadurch die Zuschauerschaft schon sehr stark einschrumpft, ne? Und erst wieder mit der Zeit wächst. Das ist wirklich für viele Twitch-StreamerInnen eine echte Belastung, auch eine psychische. Und das kann ich auch total verstehen. Man darf sich im Grunde keinen Urlaub nehmen, weil sonst ist man halt leider am Arsch. Also sonst verliert man halt leider Reichweite und somit auch Geld. Besten Dank. Und das ist jetzt für mich halt eben, weil YouTube meine Hauptplattform ist, vielleicht so ein bisschen, ne, dass ich mir denke, so, waren wir aber auch schon mal mehr. Aber ist halt für mich nicht existenzgefährdend. Das ist der große Unterschied. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Das darf man halt echt nicht unterschätzen, was das für einen psychologischen Druck ausüben kann. Probier mal, ob's passt.
Komm jederzeit wieder. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's. Ich glaube, so ein Creator-Leben wird von vielen wirklich romantisiert, aber das ist natürlich auch ein Job, der auch durchaus belastend sein kann. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Liebe Kinder, denkt drüber nach, was ihr aus eurem Leben macht. Ob ihr euch da reinbegeben wollt. Okay, los geht's. El Gigante, ich bin bereit. Auf geht's. Shit. Der Job hat auch so viele positive Seiten und ich liebe ihn und ich möchte nicht tauschen, ne? Aber das sind schon auch wirklich Aspekte, die man halt wissen muss und berücksichtigen muss. Ach du Scheiße! Dass es in vielerlei Hinsicht auch eine Belastung natürlich ist. Ja. Verdammt, bist du ein großer Junge. Ich bin ein bisschen in der Sackgasse, aber ist schon okay. Ich komme raus. Alles gut. Du hast auch Würmer? Ja. Ein gutes Verhältnis zu ein paar Magic-Content-Creatern und weißt deswegen, wie viel Arbeit in die Vorbereitung und die Nachbearbeitung, wie viel Arbeit das ist. Ja, das auf jeden Fall. Ah, ich treffe den blöden Wurm nicht. TMP, rette mich. Ein Schuss TMP, na komm. Hopp. Okay, weiter mit den anderen Waffen. Nehmt dem Mann das Haus weg. Da kommt der wahre Held des Spiels. Der wahre Protagonist oder die Protagonistin, wissen wir nicht. Hund. Das ist der Hund, Leon. Das ist der Hund. Der Hund. Nicht nur irgendein Hund. Ah ja, genau. Wollte ich nicht irgendwie Granaten werfen wie ein Bescheuerter, weil wir so viele haben? Was mache ich jetzt? Laut.
wäre ich als Briefmarke geendet. Okay. Jetzt aber zur Kirche. Der Elgigant ist schon cool. Ich mag den. Und ich mag den Hund. Denn da ist er. Hallo. Danke, Koppel. Danke, Koppel. Wir stecken hier gemeinsam drin. Ich nehme dich leider am Schluss trotzdem nicht mit dem Jetski mit, aber es explodiert ja nur die Insel, ne? Nur die Insel. Der Bereich hier, dem Hund geht's gut. Alles gut, Leute. Der Hund ist außer Gefahr. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich bin mir sicher, der Händler oder die Händlergilde oder wie auch immer, die werden sich auch in Sicherheit bringen. Die haben ihre Möglichkeiten. Von dem Geld, das die von Leon in einem Playthrough kriegen, können die sich eine Yacht kaufen und damit wegfahren. Ja, ist kein Problem. Habe ich hier zufällig den schon geöffnet, den Schatz? Ich bin verwirrt und kann mich nicht zurechtfinden. Ich schau mal rein. Wo habe ich denn die Schublade vergessen? Am Dorfplatz habe ich die Schublade vergessen, ne? Hier habe ich die aber schon geöffnet. Dann ist alles gut, glaube ich. Dann kriegen wir in dem Playthrough alle Schätze zusammen. Die Händler holen den Hund ab. Ich glaube auch. Ah, ich hätte so gern Remake, sage ich schon. Ich hätte so gern einen DLC oder einen eigenen Teil. Resident Evil Stranger. Und da spielt man dann die Händlergilde, die gemeinsam mit dem Hund Abenteuer erlebt. Ich fände es super. Ich würde sofort kaufen. Keine Frage. Hey, warum wird denn hier ein Schatz angezeigt, der aber irgendwie auf keiner Ebene zu sein scheint? Werden wir schon finden. Wahrscheinlich auf dem Dachboden. Gut, dann holen wir uns mal Ashley. Hey, Zelda Lady! Hallo! Eine Frage, weiß das wer? Man muss für die Trophäe Veteran S Plus abschießen. Ja, genau. Muss man dafür komplett das Game neu starten, ohne Waffen etc.? Ja, musst du. Leider. Es ist wirklich so. Das ist wirklich crazy. Du musst im Grunde einen Speedrun hinlegen mit einem neuen Spielstand. Du darfst keinen Endlos-Raketenwerfer mitnehmen oder ähnliches. Du musst ein neues Spiel starten, weil sonst kriegst du nie den S-Plus-Rang. Wenn du ein New Game Plus startest, kannst du immer nur maximal den S-Rang kriegen. Das ist schon hart, ne? Das ist auch ich bin jetzt gerade bei meinem Profi-Durchlauf. Also jetzt hier machen wir gerade so ein bisschen ein Lore-Let's Play, wo ich so ein bisschen die Story des Spiels erkläre. Aber privat mache ich gerade so ein bisschen meinen Profi-Durchlauf. Und Profi auf S-Plus schaffen ist schon ziemlich heftig, ne? Davor habe ich auch immer noch ein bisschen Angst. Aber ich bin mir sicher, für alle Räume, für alle Passagen, für alle Gegner gibt es die richtige Strategie. Ich freue mich schon sehr auf die ersten professionellen Speedruns. Da wird man bestimmt viele nützliche Strategien und Infos kriegen. Gerne. Gerne, Zelda Lady. Sudala. Laden. Lösen wir mal schnell. Den Schlüssel habe ich mir genommen, ne? Ja, dann lösen wir mal schnell das Rätsel hier. Und beenden das Kapitel. Ne? Und hier noch so. Hätten wir das auch. Guck immer deine Videos auf YouTube. Dankeschön, das freut mich. Das ist sehr cool. Ich bin jetzt die letzten zwei Tage leider nicht dazu gekommen. Ich habe schon noch mehr Resident Evil 4 Lore-Videos, vor allem in Produktion. Wahrscheinlich geht morgen das nächste dann online. Ich hätte gehofft, ich krieg's heute noch fertig, aber hab's nicht mehr geschafft. Und irgendwann ist auch mal Schluss. Jetzt nach dem Stream ist Feierabend, ne? Ashley, man soll es auch nicht übertreiben. Bist du hier?
Aber morgen kommt wahrscheinlich das nächste Lore-Video zu Resident Evil. Sehr coole Folge, denke ich, hoffe ich. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Ich habe mir die Information zu Lord Sedler und der Sedler-Familie zusammengesucht. Und ich glaube, ich habe ein paar sehr coole, interessante Details gefunden, die wir uns morgen anschauen werden. Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen. Hör zu. Beruhig dich. Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Na toll. Na toll. Die beiden sehen zwar jetzt ein bisschen weird aus, aber ich finde, die könnten genauso in ein und demselben Final Fantasy Spiel vorkommen. Und keiner wird es hinterfragen, oder? Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Hey, Alexandra Croft. Ja, das Ashley-Kostüm ist schon cool. Besonders. Bringt ihren Seelen Erlösung. Sedlers deutsche Stimme geht für mich gar nicht klar. Lore-technisch hier natürlich interessant, ne? Wir haben hier jetzt zum ersten Mal wirklich gesehen, dass Sedler wirklich eine telepathische Verbindung zu allen Infizierten hat, dass das ein Hive-Mind ist. Ashley und Leon sind ja infiziert zu dem Zeitpunkt, sie empfangen quasi schon Sedlers Befehle. Aber die haben sich natürlich eigentlich an die ganzen Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen da draußen gerichtet, die jetzt die Kirche stürmen. Das wurde so zumindest im Original auch nie dargestellt, so eindeutig, wie das funktioniert mit diesem Kontrollplugger. Wie spät ist es denn jetzt? 8:30? Waren wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Bis 9 machen wir noch weiter. Ich dachte, das Kapitelende wäre ein schöner Schlusspunkt, aber komm. YOLO. Eine halbe Stunde, da schaffen wir noch was. Was sollen wir tun? Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Das Spiel, also gut. Lass uns von hier verschwinden. Das Spiel legt einem hier zwar nahe, dass man schleichen soll, aber ehrlich gesagt ist man hier oben komplett unsterblich. Niemand kommt hier hoch. Deswegen macht sehr viel Sinn, von hier runter zu schießen. Ein kleiner Tipp von mir an der Stelle. Man trifft aber, glaube ich, wirklich nur diesen einen Gegner, oder? Ich habe es erst einmal versucht. Ich habe die anderen, die spawnen dann erst, wenn man rauskommt. Aber zumindest den einen kann man billig abstauben. Ich? Okay. Na, das Ashley-Outfit ist irgendwie too much. Ich finde den Stil an sich ziemlich cool. Dieses Punkige und so. Ich mag das. Aber es ist too much. Zu viel Gürtel, zu viel Ketten, zu viel Bänder. Es ist so typisch japanisch. An diesen Bonus-Outfits merkt man sehr stark, dass wir hier halt doch noch ein japanisches Spiel spielen. Auch wenn es sehr westlich wirkt teilweise. Ich finde es übrigens sehr schön, dass Japan tatsächlich so ein bisschen den Videospielmarkt wieder zurückerobert hat. In der Videospielfrühzeit gab es ja wirklich fast nur japanische Spiele. Dann sind erst so ein bisschen die ersten westlichen Sachen. Oh nein, ich habe hier einen Schatz übersehen. Oh, ich hoffe, den kann ich noch holen. Ich möchte alles mitnehmen. Und dann sind so ein bisschen die ersten westlichen Studios dazugekommen. Und dann war so eine Zeit, in der zumindest im Westen die westlichen Spielstudios die japanischen ziemlich verdrängt haben. Und japanische Spiele wurden tatsächlich eher so ein bisschen Nische. Mittlerweile durch die Final Fantasy Remakes und Resident Evil und so weiter haben aber tatsächlich so japanische Spielefirmen und japanische Spiele ein großes Comeback gefeiert. Und das freut mich, weil ich mag japanische Videospiel-Design-Philosophie. Weil hier
das Gameplay ein bisschen mehr im Zentrum des Game Designs liegt und weniger die Handlung erstmal als erstes. Das Gameplay. Ich bin Gameplay-Mensch, ich mag das. Das finde ich ein nettes Detail, dass wir hier Ashleys Telefon finden, das natürlich zerstört ist. Wir sehen hier Sigma Gamma Phi, ihre Studentenvereinigung offensichtlich. Aber vor allem ist es halt nett, ne, dass das Spiel halt 2005 spielt. Deswegen hat sie halt so ein Klapp-Handy und es ist schön. Gefällt mir. Okay, dann haben wir alle Schätze hier gefunden. Wunderbar. Dann schätze ich mal, wir springen aus dem Fenster. Nee, oder? Ist okay, ich fang dich. Ja, ich hab's gerade schon erzählt, Alexandra. Die sind in Arbeit, die Lore-Videos. Ich wollte heute schon eins veröffentlichen, aber hab's nicht mehr geschafft. Aber sehr bald kommen die wieder. Oder eins. Oder mehr. Mal gucken. Danke. Basis, Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Geht es hier gut? Positiv. Gute Arbeit, Condor One. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. Schnell. Das Wetter wird schlechter. Ende. Aber die haben den Regeneffekt im Vergleich zu den ersten Gameplay-Trailern, die man gesehen hat, nochmal deutlich genervt, ne? Da gab es ja wirklich Beschwerden von Leuten. Ich hätte es, glaube ich, ehrlich gesagt nicht schlimm gefunden. Aber viele hatten da wirklich ein Problem mit dem Regen, wie gesagt, weil der Regeneffekt sehr extrem war. Der war tatsächlich sehr intensiv, sah auch ein bisschen komisch aus, aber vor allem hat man kaum noch was erkannt. Und jetzt, nach Release hier, ist der Regen kaum noch sichtbar. Die haben den sehr stark genervt. Ich finde fast, teilweise geht da so ein bisschen das Gefühl von Sturm und von, ne, alles ist krass verloren. Das fand ich in den Trailern intensiver, aber er stört halt nicht mehr so stark. Das muss man schon auch sagen. Aber jetzt sieht der Regen fast ein bisschen lächerlich aus, oder? Ein bisschen mickrig, ehrlich gesagt. Wie man es macht, ne? Wie man es macht, ist es nicht richtig. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Aber wer ist schon normal, Ashley? Verdammt, war ja klar. Damit, ich dachte... Oh Gott. Okay, wartet mal, jetzt lohnt sich eine Blendgranate, würde ich sagen. Ich finde das so lustig, diese Kommentare, wenn denen Würmer aus dem Kopf platzen und Leon sagt so, echt jetzt? Das ist immer exakt das, was ich mir dabei denke. Exakt meine Emotionen bei dem Bild. So dieses, muss das jetzt sein, dass dem jetzt auch noch ein Wurm aus dem Kopf platzt? Haben wir nicht schon genug Würmer und Gegner hier im Spiel? Come on! Das sind wieder die Sniperwürfe. Ashley, bleib nicht im Feuer stehen. Ich hatte das schon mal, dass die im Feuer stehen bleibt und einfach stirbt. Das ist nicht so schön.
Tage, Fremder. Halt dich schon. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Das ist, was ich derzeit habe. Jojo, wunderbar. Nenn mich ruhig pingelig, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Na, angenehme Reise. Weiter wir mal. So, machen wir noch ein bisschen weiter. Okay, machen wir noch ein bisschen weiter. Der wilde Köter, um den sollen wir uns kümmern. Eine Händler-Request. Hey, können wir eine Pause machen? Sorry, ist leider nicht drin. Verstehe. Die Stelle, die jetzt kommt, fand ich schon öfter ziemlich brenzlig, weil ich meistens vor allem einfach echt keine Munition mehr hatte an der Stelle. Heute sind wir munitionstechnisch sehr gut aufgestellt. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Flanagan hatte recht mit dem Wetter. Na komm. Der verwandelt sich fast jedes Mal, ey. Einer hässlicher als der andere. Ah, jetzt kommt der Dicke. Ich lasse mal ein paar Granaten da nach hinten regnen. Sag doch wenigstens Bescheid! Geht aufs Haus! Okay, eine noch. Wir wollen sie nicht übertreiben. Nein, dammit. Den einen geblockt, ne? Der andere kommt gleich hinterher. Oh Gott, ich hasse es. Oh nein, da verwandelt sich einer. Ich hab's nicht gecheckt. Schnell die TNT nachladen. Bitte nicht Ashley töten, okay? Bitte nicht Ashley töten. Danke. Ich finde, das ist schon eine krasse Stelle, ne? Aber wir haben es geschafft. Danke. Ashley. Jederzeit. Aufstehen. Ich weiß, ehrlich, also wirklich, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht sicher, ob ich die Ashley in dem Remake jetzt weniger nervig finde als vorher. Die haben ja gesagt, sie wollen sie weniger nervig machen und von ihrer Persönlichkeit her haben sie das definitiv auch gemacht. Aber von den Gameplay-Elementen her finde ich sie eigentlich, ehrlich gesagt, nerviger. Habe ich ja schon in meinem kleinen Review auf dem Kanal, ne, gesagt. Verdammt. In die Arme gesprungen. Da tritt er in seine eigene Falle. Sowas ist schon lustig, ne? Fuck.
Wisst ihr, was ich nicht ganz verstehe? Warum? Habe ich schon im Original nicht verstanden, verstehe ich im Remake nicht. Warum kriegt Ashley keine Waffe? Wenigstens ein Messer, wisst ihr? Wenigstens ein Messer. Aber ich meine, ne, die Frau ist Amerikanerin. Kann mir niemand erzählen, dass die nicht mit Schusswaffen umgehen kann. Ich weiß ja nicht, ob der Präsident in den USA, in der Resident Evil Welt, ob der Republikaner oder Demokrat ist. Aber sollte der Republikaner sein, dann ist doch quasi Ashley mit Schusswaffen in der Wiege aufgewachsen. Die hat doch quasi schon am Magnum Revolver genuckelt, als die noch ein Baby war. Kann mir doch keiner erzählen. Die haben ja tatsächlich im Remake ein paar Passagen eingebaut, wo Ashley tatsächlich auch nützlich wird. Wahrscheinlich, damit sie auch ein bisschen weniger als nervig empfunden wird. Aber, ja genau. Wirklich, Leon, gib ihr halt eine Waffe. Ich glaube, die kann damit umgehen. Die ist alt genug. Kann das. An der Stelle hier, wirklich an genau der Stelle hier, bin ich jetzt gerade bei meinem Profi-Durchlauf und ich habe keine Munition mehr. Ich habe keinen einzelnen, wirklich, ich habe keine Munition mehr. Ich muss mir da erstmal überlegen, wie ich hier irgendwie durchkomme, weil, Ashley, weil ja danach auch noch der Hüttenbelagerungskampf jetzt dann gleich kommt. Der macht es nicht gerade irgendwie leichter, also ne, ohne Munition. Puh, come on. Genug. Wir sind auf der gleichen Seite, Kuh. Will die Kuh jetzt hier Ashley verteidigen oder was ist hier los? Auf welcher Seite stehst du eigentlich, Kuh? Nein! Kuh! Oh Gott. Die Kuh ist der neue Hauptcharakter in dem Spiel. Ich liebe sie. Kuh, können wir bitte einen Friedensvertrag schließen? Alles okay? Ja, nichts passiert. Okay, Kuh, ganz cool. Cool bleiben. Verstehst du? Komm, Ashley, komm, springen wir bitte über den Zaun. Die Kuh ist irre geworden. Das ist der Rinderwahnsinn wahrscheinlich. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein hier. Ah, Ashley, ich habe was vergessen. Nein, ich habe was vergessen. Oh Gott, Leute, es könnte sein, ich wollte alle Schätze in diesem Playthrough sammeln. Ich wollte sehr gründlich sein. Ich wollte keinen Schatz liegen lassen. Ich wollte alles mitnehmen, was es gibt. Und ich glaube, ich habe es vermasselt. Ich glaube, ich habe es jetzt hier gerade mit dem letzten Savegame vermasselt. Ich hab's verbockt. Nein, oder doch nicht. Wartet mal kurz. Nein, ich hab's nicht vermasselt. Alles gut, Leute. Man kann hier hochlaufen. Ich war mir nicht sicher, ob das eine Rampe ist oder nicht. Das ist eine Rampe. Alles gut. Wir haben gewonnen. Glück gehabt. Komm! 2005 war der Rinderwahn aktuell. Das könnte hinkommen, oder? Könnte hinkommen. Könnte schon hinkommen, 2005. Alexa, wann war Rinderwarnseuche unterwegs? Auch, okay? Danke. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Alexa hat mir nur gesagt, dass die seit den 80er Jahren bekannt ist. Und die Forschung wurde intensiviert in den Jahren daraufhin mehr. Alexa? Aus. Reicht. Genug. Alexa hat mir auch keine Antwort gegeben, wann die Rinderwarnseuche umgegangen ist. Zumindest durch die Medien gegangen ist, ne? Ich weiß nicht. Ich kann es nicht einschätzen, wie schlimm die Bedrohung von Rinderwahn wirklich war damals.
Weil über sehr viele Seuchen immer wieder berichtet wurde, dass das jetzt irgendwie der neue Shit ist, und dann war es nie so schlimm, bis dann eben Corona kam, ne? Deswegen habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz am Anfang der Pandemie, ganz am Anfang, Corona auch nicht ernst genommen, weil ich dachte, naja, das ist jetzt nach Vogelgrippe und Rinderwahnsinn und wie sie alle heißen, so die nächste Krankheitssau, die durchs Dorf getrieben wird von den Medien. Ja, ja, passt schon. Clickbait. Und dann wurde es ja doch sehr viel ernster, als ich dachte. Aber ich glaube, das haben die meisten, oder? Was, ich bin angeblich im Kampf? Ah ja, stimmt. Hier ist ja jetzt weißer Kuhmaskengegner. Ein sehr interessanter Gegner. Ich habe ja schon ein Video dazu gemacht. Ein sehr interessanter Gegner, weil es den Gegner im Original Resident Evil 4 nicht gab, aber im Original Resident Evil 5 ziemlich genau, nur ohne Kuhmaske. Das finde ich schon spannend. Keine Absicht. Gut. Hab tatsächlich Corona am Anfang auch nur belächelt. Haben viele, ne? Ich habe wirklich von vielen Leuten gehört, die dann auch wirklich, also die wirklich sehr vernünftig sind und sehr vernünftig mit dem Thema dann noch umgegangen sind, die am Anfang auch der Meinung waren, so von wegen, naja, kommt Leute, so schlimm wird's schon nicht. Aber ist ja eh ganz klar, die letzte große Pandemie war halt irgendwie 100 Jahre her fast mittlerweile. Wir haben die alle nicht durchlebt. Das war für uns so ein Szenario. Das wirkte damals halt einfach super surreal. Und wurde dann halt irgendwie normal. Ich kann mich noch an die Anfangspandemiezeit erinnern. Das war ja auch wirklich... Ich fand es ehrlich gesagt aufregend. Ne? Ich will die schlimmen Schicksale, die das mit sich geführt hat, in vielerlei Hinsicht wirklich nicht irgendwie hier verharmlosen oder so. Aber für mich war das tatsächlich in erster Linie so ein bisschen auch eine aufregende, eine spannende Zeit. Sowas Unbekanntes, sowas Neues irgendwie. Ne? Das war so ein... Das war für mich ein sehr aufregende Zeit, aber nicht mal ehrlich gesagt unbedingt so stark im Negativen. Das war irgendwie eher so, wow, wow. In was für einer interessanten Zeit wir jetzt gerade irgendwie auch leben. Dass wir sowas miterleben. Muss ich sagen, so war mein Empfinden am Anfang. Es war eine Faszination so ein bisschen, eine Spannung, ne? Wie gesagt, um Gottes Willen, ich nehme das sehr ernst, dass es wirklich schlimme menschliche Schicksale mit sich gezogen hat, das Ganze. Warum kann ich nicht speichern? Ich würde jetzt eigentlich echt gerne speichern und Schluss machen für heute. In der Anfangsphase gab es gefühlt zwei Sorten Menschen, die für die Corona quasi nicht existiert hat und die Panik geschoben haben. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war, wenn dann, so ein bisschen dazwischen, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht so ernst genommen, wie es dann war, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, mir ist doch alles Blödsinn. Na schön, Leute. Ich glaube, da machen wir für heute Schluss, weil die Hüttenbelagerung ist jetzt ein längeres Kapitel und es ist jetzt kurz vor 9. Das schaffen wir nicht mehr so schnell. Ich habe es zum Glück noch geschafft, dass wir, glaube ich, tatsächlich... Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe was Wichtiges vergessen, um Himmels Willen. Ich hätte beinahe den Hund vergessen. Genau, ab jetzt, ganz wichtig, ab jetzt wieder, mein Urlaub ist vorbei, jeden Dienstag 18 Uhr Twitch in regelmäßigen Abständen oder so zu regelmäßigen Terminen. Lasst uns noch mal kurz ins Haus des Bürgermeisters gehen, damit ich das nicht vergesse. Wir haben nämlich eine Nebenquest, die wir noch erfüllen müssen, und einen optionalen Schatz, und vor allem ist der Dachboden des Bürgermeisters lore-technisch super wichtig und ich hätte ihn jetzt beinahe vergessen. Das wäre richtig ärgerlich gewesen. Wir finden auf dem Dachboden des Bürgermeisters sehr viele, sehr spannende, sehr interessante Dokumente. Wir werden viel über den Bürgermeister lernen. Wir werden was über Luis lernen. Ne? Das wird ganz großartig. Da gehen wir jetzt noch schnell hin und speichern da. Und beim nächsten Mal schauen wir uns das an. Ich will nur nach Hause.
Ja, wir müssen kurz optionale Quests für die Händlergilde durchführen, Ashley. Das hat jetzt Vorrang. Man muss Prioritäten setzen. Sicher, Residententochter heil nach Hause bringen ist schön und gut, aber man muss auch mal ein bisschen optionale Quests machen für Edelsteine. Du hast da sicher Verständnis, Ashley. So, dann habe ich jetzt hier gespeichert, damit ich beim nächsten Mal nicht vergesse, was ich machen wollte. Ich wäre beinahe ohne Witz einen Schritt weiter und alles wäre im Arsch gewesen. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auch danke an alle, die das jetzt auf YouTube nachträglich sehen. Ich hoffe, diese Lore-Reihe macht euch Spaß, auch wenn heute zugegebenermaßen in den letzten 3 Stunden relativ wenig Lore war. Der See ist auch eine Passage, an der tatsächlich wenig zu entdecken ist, das uns wirklich konkret Hinweise über die Handlung gibt. Wir haben dieses Symbol der Hände, das ich nicht wirklich interpretieren kann. Wir haben diese Schädelköpfe der Sünder und des Heiligen, ne? Schwierig, da was auszumachen. Wahrscheinlich uralte Bräuche und Rituale der Las Plaga, die wahrscheinlich nicht so richtig cool deep in der Lore verankert sind, schätze ich jetzt mal. Vielleicht fällt uns ja in Zukunft noch irgendwas auf, mit dem wir das interpretieren können, aber ja, genau. Ich habe hier jetzt zu meinem letzten Geburtstag so einen Konzentrationsstress-Würfel bekommen, den ich sehr großartig finde. Wollte ich mal kurz Werbung dafür machen. Ich liebe das Ding. Wenn ich hier arbeite, habe ich das die ganze Zeit in der Hand. Drück die Knöpfe, roll an den Rolldingern rum, beweg oben diesen Gaming-Stick-artigen 3D-Stick. Super gut. Ich liebe das Ding. Falls ihr manchmal in meinen Videos oder in Podcasts oder auch während des Streams Geräusche hört, ist es wahrscheinlich das Ding hier. Ich versuche es zu meiden, während ich podcaste. Aber ja, wollte ich nochmal sagen, weil ich es gerade gesehen habe, ich mag das Ding, kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr auch ständig irgendwas mit euren Händen machen müsst, holt euch so ein Ding. Sehr cool. Danke fürs dabei sein und gute Nacht. Ciao.